Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen. Heute am, zumindest für uns, für euch weiß ich es nicht, 16.12. Das wird heute die letzte Aufnahme für dieses Jahr, also fürs Jahr 2019 sein. Also wenn ihr quasi die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann hört sie euch jetzt an und erwartet die ganzen technischen, technologischen Neuerungen, die euch 2020 erwarten. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe meinen Stellvertreter, wäre jetzt die falsche Aussage, aber mein Kollegen noch mit bei, Sidekick. Florian. Genau, mein Sidekick, Hallo. ja. Obwohl, mein Hallo Zeit zusammen. stimmt ja so eigentlich auch nicht. Ursprünglich war es ja deine Idee, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Insofern bin ich eigentlich dein Sidekick. Du darfst mir den Weg ebnen in diesen Podcast, um hier gut hineinzukommen. Alles klar, Hallo, ich. auch von mir vorweihnachtliche Grüße aus dem verregneten Teltow. Oh, bei dir regnet's? Bei mir nicht? Ja, bei mir regnet es und das trifft jetzt nicht, hilft jetzt nicht unbedingt. Die Stimmung zu heben, aber wir wollen ja nicht negativ starten Du in weißt diesem doch, when Podcast. the Ne? weather Ja, deshalb habe ich jetzt meine Jalousien hier zugemacht und outside verkrieche mich in meinem Kämmerlein, Heizung auf 5, alles gut. Ja, na dann starte ich doch den Podcast mal mit einem inzwischen ja eigentlich schon berühmten Satz. Es ist so viel passiert in der letzten Zeit. Wo sollen wir anfangen? Genau, wo sollen wir anfangen? Das ist so, wenn ich mich nicht ganz irre, so ein Standardsatz, den du, glaube ich, in jedem Podcast bringst. Wir fangen heute mal mit etwas an, was überhaupt mehr oder weniger überhaupt gar nicht in den Bereich Sicherheit fällt, aber es ist mir zumindest gerade aufgefallen, weil Florian mir davon berichtet hat und ich finde es so witzig, dass ich es einfach in den Podcast mit aufnehmen will. Und zwar geht es um die Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG. Für alle, die nicht aus Berlin kommen oder dieses Institut nicht nutzen, die BVG ist quasi einer der ÖPNV-Anbieter in Berlin und vereint unter sich alle, ja, mehr oder weniger alle Busse, alle Straßenbahnen und alle U-Bahnen, die in Berlin fahren. Ja, dazu gibt es dann halt noch die S-Bahn. Das ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die hier in Berlin verkehrt, aber die BVG ist quasi, ich sag mal, das etwas größere Institut. Und die BVG ist vielleicht für manche dadurch bekannt, dass die momentan eine sehr, ich sag mal, berlinerische Marketingstrategie verfolgen. Also sind halt nicht auf den Mund gefallen. Wenn ihnen irgendjemand eine doofe Frage stellt, warum ein Bus nicht richtig gekommen ist, dann gibt es in der Regel eine freche Antwort darauf. Was ich persönlich an sich sehr witzig finde, wenn man es halt nicht zu ernst nimmt. Und die BVG hat sich, wie Florian mich darauf hingewiesen hat, etwas Neues ausgedacht. Und zwar haben sie einen kleinen Film gedreht und werben jetzt auf ihrer Seite damit, dass sie Weltkulturerbe werden wollen. Wir haben jetzt erst gedacht, dass das ein Witz ist und einfach nur so ein Marketing-Gag, aber sie schreiben auf ihrer eigenen Seite, nein, das ist kein Witz. Sie haben dann eine FAQ-Seite mit eingefügt, wo sie auch schreiben, dass sie das ernst meinen, und aus ihrer Sicht, sie haben es auch dargelegt extra, zwei der Kriterien erfüllen, die man erfüllen muss, um ein Weltkulturerbe zu sein. Sie möchten wirklich ihre Bewerbung zum Weltkulturerbe abgeben. Schreiben hier selber, dass es rund 3 Jahre dauert, bis diese Bewerbung durchgegangen ist. BVG erfüllt zwei Kriterien, wo es einmal darum geht, dass sie, Moment, ich hab's gleich, ein bedeutender Schnittpunkt menschlicher Werte sind, weil sie ja quasi die Menschen miteinander verbinden und außerdem ein hervorragendes Beispiel, für technologisches. Oh ne, Moment, das ist der falsche Punkt. Moment. Also sie sind eine Schnittstelle menschlicher Werte in Bezug auf Technik und sie versinnbildlichen Abschnitte der Menschheitsgeschichte. Quasi deren Begründung in kurz. Man kann sich das alles auf der Internetseite von denen nachlesen. Ich denke, die verlinken wir unten auch wieder. Und auf die Frage, wäre die Metro Paris oder die London Underground nicht viel geeigneter, antwortet die BVG mit nö. Und Ja, wenn da. wir darüber nachdenken, so ganz, also die BVG würde sich ja, und dann könnten wir damit den Bogen in Richtung Sicherheit wieder schließen, in die Weltkulturerbe, die dieses Jahr gesprengt ist. Gott, ist das ein schlechter Übergang, von der ISIS gesprengt worden, einschauen, wenn man sich so ein bisschen den Sicherheitsbericht anguckt, den wir dieses Jahr, die die BVG vorfristig schon veröffentlicht hat, wenn ich alleine da sehe, dass die Berliner Polizei dieses Jahr 23.000 ÖPV-Einsätze hatte,
Aber das ist jetzt das ist jetzt Nicht nicht Teil des differenziert. Nee, Weltkulturerbes, nee, nee, aber nee, es nee, ist nee. eine Das gute ist aber nicht differenziert. Vergleichsrichtung. Nein, das wollte ich nicht. Das ist aber nicht differenziert zwischen BVG und S-Bahn, oder? Die Einsätze der Polizei. Doch, weil das auch so getrennt werden kann. BVG ist Landespolizei, S-Bahn ist Bundespolizei. Das Ah, heißt, die okay. führen ihre getrennten Statistiken, weil S-Bahn einfach ja noch zur Bahn gehört, je nachdem, wie die Ja. Ausschreibung in 4 Jahren, glaube ich, wieder ablaufen wird. Aber Frage ist halt, das hatten wir nämlich im Vorgespräch auch so ein bisschen diskutiert. Das eine ist ja witzig damit zu argumentieren und auch mit den eigenen Fehlern oder ich will fast sagen Versagen in PR-Kampagnen einzugehen. Hat aber alles vielleicht auch zum bestimmten Bereich auch eben seine Grenzen. Wenn du eben dann siehst, dass 1700 Körperverletzungsdelikte im letzten Jahr hast, dass so Verkehrsstationen wie Cottbusser Tor hier in Berlin, Hermannplatz, diejenigen, die aus Berlin kommen, kennen diese Verkehrsstationen, die anderen kennen diese Verkehrsstationen vielleicht aus einzelnen Straftat- oder Berichten, Medienberichten über Straftaten, die dort Oder stattgefunden haben. Dokumentation halt, ne? Oder Dokumentationen wie Cottbusser Tor. Ich glaube, wir haben auch schon mal über Cottbusser Tor gesprochen. Also von daher ist das schon ein riesiges Thema, vor allem wenn du dir anguckst, heute war irgendwie ein Bericht wieder online gewesen, dass die U7, U8 und ich noch eine dritte Linie, ich meine, es ist die U6, der Drogenumschlagpunkt Nummer 1 in Berlin sein soll, weil man sich einfach zurückzieht Ja, das habe ich auch gesehen. unterirdisch in die Dunkelheit, ne, schnelle Fluchtmöglichkeiten hat. Und da ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Cottbusser Tor der primäre Hotspot dafür, aber so eine Übergabe, die in der U-Bahn getätigt wird, wo du genau weißt, steht jetzt ein hier drin, ist eine Sicherheitskraft hier drin oder führe ich hier die Drogenübergabe oder die Straftat hier durch und kann an der nächsten Station unerkannt ins öffentliche Straßenland fliehen, dann hat das natürlich alles in allen auch, ich will mal sagen, seine Grenzen, ohne jetzt hier Spielverderber zu sein, aber man muss dann eben auch ein bisschen abliefern können. Naja, können sie ja, weil sie sich hinstellen und sagen, hey, wo habt ihr sämtliche Drogenszenen auf einem Platz miteinander verbunden? Nur bei uns, BVG. Also man kann das schon auf die Spitze treiben. Ich finde es an sich ganz witzig. Deswegen wollte ich eigentlich ja mal darauf hinweisen, dass man so in der Vorweihnachtszeit nicht, wie du es jetzt gemacht hast, immer nur Schlechtes hört, sondern auch Ins einfach vielleicht mal Negative was, überziehen muss. vielleicht auch einfach mal was Witziges. Die BVG natürlich, um sich da noch einen Marketing-Gag mit rauszunehmen, haben sie natürlich gleich noch ein Haute Couture erstellt und man kann sich jetzt quasi verschiedene Accessoires bzw. verschiedene Fashion-Artikel für einen schmalen Taler bei der BVG kaufen, um quasi zeigen, dass man auch der Meinung ist, die BVG sei ein Weltkulturerbe. Das quasi erstmal zu dem Punkt, Eins möchte ich der. aber noch mal kurz Ja? anmerken, weil das finde ich aus dem Sicherheitsbericht ganz interessant. Wir haben ja ständig, Jetzt wenn. versau uns hier nicht die Ma Jetzt versau uns doch Doch, hier nicht die ich Stimmung, will was ey. Positives nennen. Ich möchte was Ach so, Positives okay. nennen. Auch aus dem Sicherheitsbericht der BVG, weil letztendlich das Erste, was immer kommt, ist der Schrei, wenn irgendwo was passiert ist. Jetzt hier in Augsburg, wo Der Schrei nach letzte Woche, Liebe? glaube ich. Ja, das würde ich manchen wünschen in der Weihnachtszeit vor allem, aber da kommen wir vielleicht später nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Aber auch in Augsburg, als letztes Wochenende, glaube ich, der Feuerwehrmann dort, Ach ja, habe ich auch ich sag gehört. mal, tödlich verletzt wurde, vermutlich Körperverletzung mit Todesfolge, was je nachdem, was daraus gedreht wurde, ist ja sofort der Schrei nach Videoüberwachung. Mehr Videoüberwachung sorgt für mehr Sicherheit. Aber die BVG hat offensichtlich auch ihre Kunden befragt in dem Zusammenhang, was ein Gefühl von Sicherheit auslöst. Und da bleibt an vorderster Stelle, und das ist das Positive, weil das freut mich tatsächlich sehr, weil das auch letztendlich meine Philosophie ist und ich denke mal auch deine, dass 69% der befragten Kunden sagen, BVG-Mitarbeiter. Und ich glaube, das kann man auch in viele andere Bereiche übertragen, nicht nur auf die BVG, sondern dass, wenn tatsächlich jemand da ist von dem Unternehmen, das eine Infrastruktur betreibt oder wo ich eben, es kann aber auch ein Hotel sein, das können andere Bereiche sein, der für mich als Ansprechpartner da ist, dem ich vertraue und der notfalls auch für mich Hilfe sorgen kann, dann ist der Bürger vielleicht doch gar nicht so
eingeschränkt in seiner Wahrnehmung und sagt, oh, Videotechnik über alles, weil auch der Video, der Bürger weiß, dass die Videokamera, wenn was passiert, nicht von der Wand spricht, von der Wand springt und praktisch interveniert. Das ist alles sinnvoll für praktisch für die Repression, also Straftatsaufklärung, aber nicht um tatsächlich Sicherheit in dem Moment auszulösen, weil ich glaube, so weit sind wir tatsächlich in sehr vielen Bereichen noch nicht, dass da irgendwelche schlauen, klugen Algorithmen dahinter liegen, die bestimmte Straftaten erkennen. Interessanterweise weiß ich das von der BVG, die hat das mal vor, oh, das müssen jetzt auch knapp 6, 7 Jahre her sein, am Kottbusser Tor geprobt, intelligente Videotechnik und auch die Deutsche Bahn hat Südkreuz ausprobiert, wo es aber eher um Personenerkennung ging, aber die haben tatsächlich Handlungserkennung versucht auszuprobieren und sind dort relativ schnell schon an die Grenzen gekommen, weil bestimmte Tätigkeiten wie, ich sag mal, ein Fahrkartenautomat zu zerstören und aus Wut mal an dem Fahrkartenautomaten, so wie man es auch kennt, bei seinem Computer auf den Monitor haut und dann soll er wieder starten und funktionieren, dass das zwei unterschiedliche Bereiche sind, genauso auch wie ein Rangeln auf der Verkehrsstation oder ein hektisches Drängen gegenüber einer Körperverletzung. Also das ist alles offensichtlich ganz schwierig. Und von daher freut es mich, abschließend dieses Thema zu sagen, dass das Personal tatsächlich an vorderster Front steht. Ich habe Apropos mich, Personal. warte, ja, warte, ich habe mich mit dem ganzen Thema überhaupt, also ich hatte den Tod dieses Feuerwehrmanns, hatte ich irgendwie am Rande nur mitbekommen. Ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern es ist einfach an mir vorbeigegangen. Ich lese jetzt gerade so beim kurzen Durchfliegen des Internets, dass der ja offensichtlich, der ist ja noch vor Ort verstorben. Und wie hier einer schreibt, offensichtlich nach einem Schlag gegen den Kopf. Also übel. Ja, da gibt es auch Videos dazu. Also es ist Ja, genau, ein das habe ich auch gesehen, dass es da Video wohl in der Dashcam, offensichtlich. glaube ich, vom Taxifahrer war es, hochgeladen worden, auch auf YouTube und ähnliches. Alles sehr verpixelt. Ich würde mal behaupten, und dann kommen dann die ganzen Verschwörungstheoretiker aus dem Untergrund, das wird ähnlich sein, wie wir das hier beim Johnny vor 8 Jahren, glaube ich, hatten am Roten Rathaus praktisch oder vorm Roten Rathaus und am Alexanderturm. Riesenthema, aber am Ende des Tages war es wahrscheinlich eine unglückliche Provokation. Es soll ja auch vorher, ich sag mal, verbale Auseinandersetzungen gegeben haben. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier gelesen habe, ist, dass die wohl, das war wohl eine etwas größere Gruppe Jugendlicher, die wohl sich, ich sag mal, betrunken haben, betrunken waren. Und weil die wohl sehr laut waren, hat er sie wohl ermahnt, in welcher Form auch immer. Und daraufhin soll es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Das ist zumindest das, was ich jetzt gerade schnell gelesen habe. Das ist in keinster Form valide, wahr oder der einzig richtige, Hergang der Tat. Sollte sich das so abgespielt haben, dass der die quasi ermahnt hat, wahrscheinlich leiser zu sein, vermute ich jetzt einfach mal, wäre das schon, also nur von dem Blickwinkel aus betrachtet, wäre das schon ziemlich krass. Also in dem Video sieht man, ohne jetzt, dass hier gleich wieder eine Schulddiskussion oder sowas hochkommt, aber in dem Video sieht man, das waren offensichtlich er und eine weitere männliche Person und zwei Frauen. Ich glaube, die waren zu zweit, also zwei Paare, die dort unterwegs waren, laufen praktisch an dieser Gruppe der Jugendlichen vorbei. Und ja, so wie du sagst, irgendwie gab es dann eine Auseinandersetzung, aber er hat sich dann, als er an den Jugendlichen schon vorbei war, nochmal umgedreht ist und auf die wieder zurück zugelaufen. Die haben ihn halt eingekreist, wobei dann einer von denen den tödlichen Schlag dann ausgeführt haben soll. Ja, alles in allem, nein, das ist keine Entschuldigung und keine Begründung, aber es mahnt auch viel öfters mal daran, auch sich bewusst zu sein, glaube ich, dass aus bestimmten Situationen einfach auch eine gewisse Gewaltbereitschaft auch heutzutage mit zu rechnen ist und erwarten muss. Und ob ich dann als Einzelperson auf 9 Mann dann zugehen muss, oder sieben waren es, glaube ich, 7 oder 9, irgendwie sowas, schwieriges Thema. Ja, du auf jeden Fall. Was mich jetzt an der Stelle so ein bisschen verwundert, der scheint ja nicht im Dienst gewesen zu sein. Also so entnehme ich das jetzt zumindest der kurzen Berichte, die ich jetzt hier gerade gelesen habe. Darum wundert es mich ehrlicherweise, dass da jetzt so ein
also das soll jetzt nicht falsch klingen, aber dass da jetzt so ein Hype draus gemacht wird von wegen ein Dass er Feuerwehrmann. Feuerwehrmann ist. Ja, genau. Es Also gibt das einen sehr, erklärt sich sehr mir gerade interessanten, nicht. ich versuche den nochmal rauszuholen, dann poste ich den mit darunter. Ich glaube, es war vom Spiegel Online, der mal zusammengestellt hat und hat gesagt, warum, also auch sich auch dieser Frage hinterhergegangen ist, warum wird dieses Thema Feuerwehrmann so in den Vordergrund gestellt? Weil das natürlich, natürlich auch jetzt diese, sag mal, die Tragik dieser Straftat und untermalt. Ne? Also Feuerwehrmann für alle noch sehr, sehr positiv besetzt und ich glaube auch in den vertrauensvollsten Berufen, da gibt es ja so ein jährliches Ranking immer ganz Da sind die oben. ganz weit oben, Ja, also dass das auch oftmals als unterstützendes Mittel in der Berichterstattung aber siehst du, benutzt wird. da bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt zu sagen, dass der Journalismus da seine Auf- oder seine Arbeit wieder nicht vernünftig macht. Also es soll jetzt kein Journalisten-Bashing werden und es ist auch nicht gemeint als, da hat er Pech gehabt oder es ist nicht gut, dass sie erwähnt, dass er Feuerwehrmann ist. Aber ich finde, hier werden bestimmte Informationen falsch miteinander in Zusammenhang gebracht. Genau. Weil es erweckt jetzt wieder so ein bisschen den Einschlag. Also ich hätte erstmal gedacht, dass das irgendwie im Dienst passiert ist. Was den Fall umso schlimmer machen würde für mich, weil nämlich Rettungskräfte, Einsatzkräfte angegriffen werden, während sie versuchen, Menschen zu helfen. Für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, das ist besonders schlimm. Sowohl Polizei als auch Rettungsdienst als auch Feuerwehr. Der Kollege war hier offensichtlich aber nicht im Dienst, weswegen sich für mich nicht erklärt, warum erwähnt wird, dass er Feuerwehrmann ist. Das macht es halt nicht besser und nicht schlimmer, weil wenn es jetzt, weiß ich nicht, eine Putzkraft gewesen wäre, die da zu Tode geprügelt wurde, wäre das für mich nicht weniger schlimm, als wenn es ein Feuerwehrmann gewesen wäre. Genau. Ne? Also um das klarzustellen. Also mir erklärt sich da der Zusammenhang gerade einfach irgendwie nicht. Außerdem erweckt es so ein bisschen was von, also für mich persönlich, ne, erweckt es so ein bisschen den Anschein von, na, das war ein Feuerwehrmann, der kann ja einem gar nichts Böses, der kann ja schon gar nichts falsch gemacht haben, das muss ja der quasi, der ihn geschlagen hat, muss der Böse in dem ganzen Spiel sein. Dass der Typ aber in seiner Privatzeit theoretisch auch irgendwie, ich sag mal, einen schlechten Tag gehabt haben kann, schlechte Laune und quasi eine Provokation zurückgegeben hat, was dann das Fass hat zum Überkochen oder zum Überlaufen Ja. gebracht hat. Das wird damit so, finde ich zumindest, zumindest im Unterbewusstsein, finde ich zumindest, oder so nebenbei so ein bisschen weggespült, was ich ehrlicherweise nicht so geil finde, aber wie gesagt, das macht die Tat an sich nicht besser, das macht es auch nicht besser, dass der Mann dabei gestorben ist, unabhängig davon, wie es jetzt genau abgelaufen ist, aber ich finde, da hat der Journalismus wieder geschafft, dem Ganzen so einen faden Beigeschmack mitzugeben. Was ich echt Also schade finde. Thomas Fischer schreibt, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, ich finde ihn, es ist eine sehr, sehr umstrittene Person, auch mit einigen Äußerungen, die es in den letzten Jahren dazu gegeben hat, aber nichtsdestotrotz war er Vorsitzender Richter im zweiten Strafsenat des Bundesgerichtshofs, schreibt auch dazu, dass man sich selber mal die Frage stellen soll, in diesem ganzen Zusammenhang, wann zuletzt in der ARD oder ZDF eine live übertragene polizeiliche Pressekonferenz von 50 Dauer stattgefunden hat. Also, dass hier sicherlich so tragisch wie eben dieses Ereignis ist und er listet dann auch auf, wie viele Polizeibeamte da dann zuständig sind und welche Ermittlungsgruppe etc. Aber das ist halt das, was, glaube ich, auch ganz oft in der Kritik steht, ne? Dieser Blaulichtsektor im Allgemeinen steht halt zusammen, hält halt zusammen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wenn einer von Ihnen, einer von uns getötet wird. Und dass da natürlich auch nochmal eine gewisse Tragik auch innerhalb der Bereiche reinkommt, die dann auch die Ermittlungsarbeit durchführen sollen. Na, ich finde es ja an sich gar nicht verkehrt, dass es, ob jetzt im, ich sag mal, Staatsdienst oder im privatwirtschaftlichen Sektor, ich finde es ja nicht mal verkehrt, dass es da so einen Zusammenhalt gibt. Also, dass sich jetzt, ich sag mal, in ganz Deutschland mehrere, ich sag mal, Feuerwehren oder Einsatzkräfte zusammentun, und ihrem toten Kameraden gedenken, finde ich ja gar nicht mal, also finde ich nicht mal verkehrt. Das, im Gegensatz, da hast du wenigstens mal einen gewissen Zusammenhalt, den du in manchen anderen Bereichen ja, vermisst. Von daher finde ich das gar nicht verkehrt. Ich finde, es ist ja auch in Ordnung, dass sie diese Trauerfeiern abhalten und man muss ihnen ja die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden bzw. die Trauer zu bewältigen. Wie gesagt, ich finde nur dieser Zusatz, es ist ein Feuerwehrmann zu Tode oder totgeschlagen worden, finde ich halt irgendwie
Also, das klingt halt falsch, aber das klingt halt so fadenscheinig, weil der war nicht im Dienst. Der hat sich halt Ja. ganz, ganz normaler privater Bürger irgendwo hin bewegt. Und also, so leid es mir tut, auch ein Polizist, auch wenn der da sich mit Sicherheit besser verteidigen kann, oder auch, weiß ich nicht, ein Kollege von der BSR oder aus der Verwaltung oder weiß ich nicht, ein Justizbeamter. Wenn ich mich privat irgendwo hinbewege und hab da halt schon eine Gruppe, die offensichtlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich kenne das genaue Ausgangsszenario nicht, aber ich habe da eine Gruppe Jugendliche, die offensichtlich dem Alkohol frönen, dass ein gewisses Gewaltpotenzial einfach vorherrscht, das kann ich mir denken. Und wenn man dann quasi nicht in seinem Stolz sitzen lassen kann, da mal nicht drauf zu antworten, sondern einfach weiterzugehen und die Situation Situation sein zu lassen, dann ist halt ja quasi schon definiert, was passieren wird. Dass das jetzt in einer Todesfolge ausartet, das wünsche ich keinem und das soll eigentlich auch nicht der Fall sein. Eigentlich sollte es da nicht mal zu einer Schlägerei kommen, aber wir wissen, dass die Realität ein bisschen anders ist. Deswegen mir erschließt sich der Zusammenhang Feuerwehrmann und tote Person jetzt in dem Fall einfach nicht. Ob das jetzt wirklich notwendig ist, weiß ich nicht. In meinen Augen setzt es alle anderen Berufsgruppen so ein bisschen herunter, weil da ist ein Feuerwehrmann gestorben, auch wenn er nicht im Dienst war. Und es macht mich persönlich macht es keinen Sinn, das mit zu erwähnen, wenn er nicht im Dienst ist. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es mit Sicherheit andere Meinungen zu. Irgendwer wird Ja, sich. du, ich glaube, da sind wir einer Meinung und ich, Das heißt ja nicht, dass unsere Zuhörer unserer Meinung sind. nein, das dürfen Sie auch gerne kommentieren, weil wir können dann zwei Wochen ungefähr, vielleicht auch zweieinhalb, je nachdem, wann wir im Januar dann die erste Folge wieder machen, den Kopf in den Sand stecken und alles ignorieren. Nein, Spaß beiseite, aber ich glaube schon, dass das, also wie gesagt, ich glaube, man muss immer dazu sagen, dass dieses Ereignis nicht bagatellisiert werden soll, aber Nein, das auf keinen Fall. Also. glaube, es ist was anderes, wenn das in diesem Zusammenhang passieren würde. Der wäre im Einsatz gewesen und hätte Schaulustige versucht zu verdrängen und hätte dann diesen Schlag gefangen und wäre zu Boden gegangen und Schlag gestorben. gefangen, wie du das Ja, sagst. also, das muss man ja sagen. Also wer sich diese Bilder angeguckt hat, das war ein Schwinger gewesen. So, Das also. ist das, was mich so, na nicht stutzig macht, aber was mich so schockiert, dass offensichtlich ein Jugendlicher mit, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Schlag gedacht war, dem Typen umzubringen, aber dass offensichtlich ein so fehlplatzierter Schlag dazu führt, dass ein Mann tot ist oder eine Ja. Person tot ist. Ist sehr unabhängig, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber dass eine Person zu Tode gekommen ist. Was ich halt bisschen schlimmer finde in der ganzen Thematik ist, Videoaufzeichnungen sind immer gut, um, ich sag mal, Delikte aufzuklären oder um Ursachenforschung zu betreiben. Finde ich immer gut. Was ich nicht gut finde, ist, wenn solche Sachen dann in der breiten Öffentlichkeit breitgetreten werden. Weil da geht's um Gewalt. Und ich finde, wenn wir solche Videos, genauso wie das Video von dem Täter in Halle, wenn wir sowas auf öffentlichen Plattformen zulassen, finde ich, hat das so eine gewisse, wie du schon sagtest, Normalisierung von Gewalt. Weil irgendwie jeder will sich nur noch angucken, wie ein anderer verprügelt wird, ohne sich einen Kopf darum zu machen, dass da gerade eine Person zu Schaden kommt. Zu Tode, also ich meine, wir dürfen, glaube ich, dann überhaupt nicht außer Acht lassen, da ist ein Mensch gestorben. Also wir sehen auf diesem Video, wie ein Mensch stirbt. Genau, das ist ja Und wie bei dem Halle-Attentat, wie die Frau, die genau. an dem Mann vorbeiläuft und dann quasi umkippt. Und man kann sich jetzt sagen, ja, die ist gestolpert. Nein, die ist genau Nein, in dem Moment man. erschossen worden. Die ist da gestorben. Man hört auch Konntest du. die Schüsse, die zu, oder die Schalldämpfergeräusche zumindestens. Also das siehst du da. Das ist, Und aber ich das. glaube, das ist dieser Voyeurismus, den wir einfach Ja, aber das auch. finde ich schlimm. Warum wird, also das ist genau Ja, das, was ich meine. natürlich. Warum wird sowas unterstützt? Sowas müsste quasi genauso geahndet werden wie ein Gaffer auf der Autobahn als Beispiel. Aber jetzt mal und Oder jetzt mal. verfolgt werden zumindest. Jetzt wollte jetzt sagen unter uns, aber das passt ja auch an dieser Stelle gar nicht. Aber ich meine, die Polizei ist doch auch nicht viel besser. Jetzt veröffentlichen die nach dem Einbruch in dem grünen Gewölbe. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so intensiv heute darüber reden, weil da schon ganz viel gesagt wurde dazu in den letzten Wochen. Jetzt veröffentlichen die nach dem grünen Gewölbe die Videobilder von dem Bruch.
Dann haben wir, ich habe mir die angeguckt, die Pressekonferenz. Da sitzt der Sicherheitschef des Museums zusammen mit der, ich glaube, mit der Leiterin des Museums oder zumindest eine Museumsverantwortliche und berichten lang und breit darüber, wie das Sicherheitskonzept aufgebaut ist. Zusammen, während da die Polizei und ein Staatsanwalt dabei sitzt und wer weiß ich nicht noch alles mit an dem Tisch sitzt. Keiner stoppt die. Die Polizei veröffentlicht dieses Video dazu noch. Also, das ist doch auch nicht viel besser. Und ich muss ja dazu sagen, auf der einen Seite, neben diesem Voyeurismus, ja, also, ich glaube, es wäre, also, ich meine, wir haben uns alle aufgeregt, als wir die Videos von ISIS gesehen haben, wie Menschen, der Kopf bei lebendigem Leibe abgeschnitten wird. Ja, da hat man viel Blut gesehen. Oh mein Gott, aber ist das jetzt der Unterschied? Also auf allen drei angesprochenen Videos stirbt ein Mensch. Und wenn das aber auch von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft so auch vorgelebt wird, diesen Voyeurismus der Medien und der Bevölkerung zu bedienen, weil man dann noch ein Video, auf dem also wirklich null dienliche Bilder zu sehen sind für eine Öffentlichkeitsfahndung oder ähnlichen online stellt, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir da noch Nachahmungstäter und andere Formen damit fördern, sei es Gewalt, Genau. weil. Ich bin der Meinung, ich glaube, wir hatten das hier auch schon mal im Podcast besprochen an irgendeiner Stelle, dass ich damals schon gesagt habe, dass ich die Medien in der Verantwortung sehe, quasi sowas zu verhindern, weil genau mit dem, was du ansprichst, in meinen Augen, wir züchten uns Täter damit selber ran, weil die Leute sich sagen, oh geil, mal wieder Gewalt angucken und das ist echt, das ist nicht nur ein Videospiel oder ein Film, sondern das ist wirklich so, wie es in der Realität passiert. Aber es ist nicht so schlimm, dass man da Blut sieht. Also, ne? Also, wenn's zu krass ist, ist es ja auch wieder. Da gibt's immer noch irgendwelche perversen Schweine, die das auch geil Ja, finden. natürlich. Aber Also, findest du überall, das ja. ist ja das Schlimme. Aber wie gesagt, mein Punkt ist eigentlich eher, dass ich da einen Journal, also dass ich da die Medien, welcher Form auch immer, eigentlich in der Verantwortung sehe, zu verhindern, dass sowas der breiten Öffentlichkeit preisgegeben wird, zumindest in dieser Form, dass man darüber berichtet, keine Frage, ne? Das ist überhaupt nicht gemeint. Aber ich kann darüber berichten, und sagen, dass da Menschen verletzt wurden oder getötet wurden. Oder ich kann ein Video online stellen, wo ich genau sehe, wie diese Person gerade zu Tode kommt. Und ich finde, das macht einfach einen derben Unterschied, ob ich darüber berichte, sachlich in Anführungszeichen, oder aber ob ich ein Video zeige, auf der diese Gewalt deutlich zu sehen ist. Also das ist nicht der Fall, aber in meinen Augen macht das immer so ein bisschen den Eindruck von einer Gewaltverherrlichung, wenn ich so eine Videos öffentlich zeigen muss und die im Internet verbreiten, weil das muss einfach nicht sein in meinen Augen. Ich glaube, da spielt noch was Zweites eine Rolle und das merkst du, finde ich, oder merke ich auch ganz stark, was jetzt auch inzwischen so unsere Branche betroffen hat. Am Ende des Tages geht es nur um auch um Klicks. Weil, also du weißt, irgendjemand wird dieses Video posten. So. Und der wird Klicks generieren, da wird Werbung auf der Internetseite geschaltet. Dann verdient ich sag mal, das Medienhaus oder der Seiteninhaber verdient dann Geld und auch Online-Medien. Ja, du verdienst mit dem Schaden anderer, jetzt mal nicht mal nur auf Ja, Tod bezogen, aber mit na dem klar. Schaden anderer verdienst du ordentlich Geld. Und bezeichnet unsere derzeitige Gesellschaft irgendwie in einem sehr Ja, starken, und da müssen wir markanten. gar nicht so weit gehen, da müssen wir gar nicht nur über den Tod reden, sondern da geht es auch darum, wie bestimmte Begriffe benutzt werden. Da sind wir wieder beim Thema Feuerwehrmann, wie bestimmte Überschriften generiert werden oder ähnlichem, wo Ja. einfach der Informationsgehalt nicht mehr vorhanden ist. Aber wenn du das ansprichst, dann bist du entweder sofort in diesem Bereich, dass das nicht sachlich diskutiert werden kann, weil du dann entweder. Wo du gerade bei Überschriften bist, vor einem Tag hat ein Medienhaus folgende Schlagzeile zu quasi diesem Fall hier gebracht: Augsburg. Dieser Kerl hat den Feuerwehrmann totgeprügelt. Was für ein Kerl, du warst gerade verschluckt. Hier steht nur: Dieser Kerl hat den Feuerwehrmann totgeprügelt. Aber das. Versachlichung von Menschen, Na, nicht nur Distanzierung. das, aber ich finde, du schaffst doch hier schon wieder ein ganz deutliches Täterbild. Also. Also wenn man das ganz sachlich betrachtet, unabhängig davon, wie schlimm das jetzt ist und ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun, hier wird von einem Kerl gesprochen. Ja, das ist aber,
Also, weißt du, Kerl hat für mich schon wieder so ein. Das ist eine Abwertung. Ja, genau. Also, da wird schon wieder jemand an den Pranger gestellt, ne? So ganz klar. Also, das ist nicht ein Mann, das ist nicht ein 17-Jähriger, das ist nicht ein Jugendlicher, das ist nicht, weiß ich nicht, ein Tierarzt, was auch immer, sondern das ist ein Kerl. So ein Kerl hat hier in meinen Augen zumindest so einen Fadenbeigeschmack von, der ist kriminell, der ist gewaltbereit, der Ja, na nimmt klar. Drogen, Alkohol, ne, alles so in diese Richtung, hat den Feuerwehrmann totgeprügelt. Naja, also, das mag jetzt Klugscheißerei sein und weiß ich was, aber er hat ihn nicht totgeprügelt. Er hat ihm einen Schwinger verpasst und den Mann damit getötet. Und Ja, also ich weiß du jetzt nicht, musst was es. er. Ich weiß jetzt nicht, was an der Stelle schlimmer ist, so zu tun, als wenn der Typ oder dieser Mann quasi ihn hinzustellen als quasi den Kriminellen, als Kerl, der dann auch noch quasi ohne nachzudenken und ohne Einhalt gebietend auf den eingeschlagen hat, bis ihm quasi dem Feuerwehrmann der Schädel geplatzt ist. Oder ob ich einfach sage, er hat den Mann, weiß ich nicht, totgeschlagen. Also, wer, so, nochmal sammeln. Ja, also, da sind ja, spielen ja zwei Rollen, glaube ich, zwei Sachen eine Rolle. Die erste Rolle ist, dass wir uns auf bestimmte Synonyme oder bestimmte Richtungen inzwischen auch eingestellt haben, ne? Es gab jetzt eine ganz interessante Studie, die ich gelesen habe, die mal analysiert hat, wie von, ich glaube, von 2015 bis heute die Frage der Herkunft eine Rolle spielte. Also das so die erste Frage. Und ich glaube, das haben wir hier an dieser Stelle auch ganz symptomatisch. Nämlich über die Herkunft ist hier nicht zu berichten. Also alle sieben sollen Deutsche sein. So offensichtlich, weil sonst wäre das schon wieder auch hochgepoppt. Ja, aber es Wenig ist völlig Integrations. egal. Natürlich ist das völlig egal, aber das ist doch, wenn diese Studie, ich versuche sie nochmal rauszufinden. Diese Studie hat das ganz schön belebt, dass das tatsächlich einen riesigen Anstieg gab. Versuche es mal parallel rauszufinden, damit man auch mal die Zahlen berichten kann, dass es einen Anstieg gab von Anfragen zur Herkunft der Täter bis hin zu, wie darüber auch in den Medien darüber berichtet wird. Und ich glaube, es haben sich inzwischen es ist von Fokus war das. Da haben sich auch bestimmte Mechanismen inzwischen entwickelt. So, und ich habe hier 2014 spielte die Herkunft von Tätern in der Berichterstattung über Gewaltkriminalität praktisch keine Rolle. Nur in 4,8% der untersuchten Fernsehbeiträge wurde die Herkunft ersichtlich. 2019 verweist fast jeder dritte Fernsehbeitrag über Gewaltkriminalität auf die Herkunft der Tatverdächtigen. Was hast du gesagt? 4%? 4,8 2014, 31,4% 2019. So, Boah. also da hat sich, also das ist jetzt nicht mal ein Anstieg, dass man sagt, okay, von 4,8 auf 10% oder sowas, Na, das ist eine sondern da, Verachtfachung, oder rechne ich ja, gerade falsch? fünf Wieso? Versechsfachung ungefähr, Pi mal Daumen, aber Hä? Wieso? 4 mal von 6 ist 5 auf beim. 30, nee, 4,8 auf 31,4. Achso, du bist von 5 ausgegangen. Ja, nee, dann ist es eine Versechsfachung. Ja, ich war von dir Aber es ausgegangen. ist ja jetzt auf der, ist ja auch letztendlich jetzt egal, aber da hat sich so ein gewisser Automatismus auch entwickelt. Na du, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. So unter manchen Facebook-Posts, sind es auch wieder hieß, weiß ich nicht, Mann verletzt oder was weiß ich, Anschlag vereitelt, dass es dann echt Kommentare gibt, die drunter schreiben, ja, was für eine Herkunft hat denn der? Also, wo du dir auch so als Normalsterblicher in Anführungszeichen denkst, das ist doch, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, diese Frage zu stellen, weil es für den eigentlichen Fall und für die eigentliche Tragödie, die dahinter steht, wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, da hat irgendjemandem irgendwen geschadet, für die Tragödie, die dahinter steckt, ist es vollkommen irrelevant, ob das ein Araber war, ob das ein Türke war, ob das ein Deutscher war, ein Sachse, ein Bayer, weiß ich nicht, ein Däne oder ein Schwede. Das ist vollkommen egal. Da hat ein Mensch einen anderen Menschen verletzt und das ist das, worum es geht und nicht die Frage, ja, ist das jetzt ein. Darauf zieht es ja meist ab. Ist das jetzt ein Ausländer? Hätten wir das bei Migration quasi verhindern können, wenn wir die Grenzen dicht gemacht hätten? Das ist ja dann gerne von besorgten Bürgern immer so die Argumentation. Aber das ist doch für den eigentlichen Fall vollkommen unerheblich. Und wie die Medien auf der einen Seite quasi ihren Profit daraus ziehen, solche Fragestellungen doch, die ganzen Menschen doch auch ihren Profit daraus. Statt
quasi Anteilnahme zu zeigen, wird nur gefragt, okay, was war das überhaupt für ein Mensch? Wo kommt denn der eigentlich her? Welche Wurzeln hatten der? Und hätten wir das quasi verhindern können, indem wir den irgendwo aufknüpfen und mit dem Holzbrett so lange auf den einschlagen, bis er sich nicht mehr bewegt? Da muss ich mir ehrlich die Frage stellen, wo wir da hingekommen sind. Ja, weil es ist einfach eine Heuchelei. Es ist letztendlich, geht einfach darum, ich signalisiere Anteilnahme, aber bitte nur bis zu diesem Punkt, wo ich, damit ich die Informationen kriege, die ich benötige. Ja, Also, um mir mein Weltbild quasi da zusammenzubauen. ja, nicht mal, ja, zusammenzubauen und was, glaube ich, viel schlimmer ist, zu bestätigen. Weil, also, Ja. dazu gab es ja keinen einzigen Post, ne, von hier, von den ganzen Kandidaten, die sonst in der AfD ganz vorne sind. Und wenn ich mal gucke, was eine Weidel geschrieben hat nach dem tragischen Ereignis in Frankfurt zum Tätern, aber auch zu anderen über Messermänner und Kopftuchfrauen und lauter so ein Scheiß da, dann ist das letztendlich gar nicht, dann wird praktisch das Opfer, das deutsche Opfer, letztendlich benutzt, um die eigene Argumentation wieder zu rechtfertigen und die eigenen Ziele zu verfolgen und zu bestätigen. Hattest du diese Aktion beziehungsweise dieses Meme Rex mitbekommen? Nee. Da hatte, ich weiß leider nicht mehr, welche Zeitung das war. Ich hatte das mehrfach auf Facebook gesehen, aber auch schon in anderen Punkten. Da hatte eine Nachrichtenzeitung irgendwas geschrieben von wegen Person, oder da haben sie, glaube ich, sogar gleich reingeschrieben, weiß ich nicht, Syrer, Araber, keine Ahnung, Ausländer in Anführungszeichen. Hat Menschen verletzt, in irgendwie so, ne, eine Schlagzeile von wegen so und so viele Leute verletzt oder getötet. Und dann hat ein Typ drunter geschrieben, oder war nur verletzt, und hat ein Typ drunter geschrieben, Migration tötet. Und daraufhin hat Durex darunter, Doch, hat ja. Durex darunter geschrieben, sehr geehrter, wie auch immer der Typ hieß, wir bedauern es sehr, dass wir Ihre Eltern nicht zu unseren Kunden zählen konnten. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab für Durex, weil ich das eine echt gute Art und Weise finde, also auch eine intelligente Art und Weise, den Leuten klarzumachen, das, was du schreibst, geht so nicht. Also, weil das ist nicht in Ordnung. Ne? Nur weil jetzt der Journalismus sagt, dass das ein Ausländer war, heißt es lange noch nicht, dass alle Ausländer kriminell sind und dass wir alle abschieben sollten. Also, das fand ich echt gut. Gebe ich dir absolut recht. Ich finde es jetzt leider auf die Schnelle nicht, dass ich es quasi direkt vorlesen könnte, was geschrieben wurde, aber das war, Aber das war schon, glaube ich, ganz nah an dem dran. ja, das war so ziemlich genau die Message, die sie damit gebracht haben. Ja, aber ich glaube, alles Haken dran. Ich wollte jetzt gerade eine schöne Überleitung formulieren und du schreibst einen Haken dran. Okay. Ja, nein, ich wollte auch eine Überleitung machen, nämlich gut, nachdem wir uns ja eigentlich nur mit positiven Sachen auseinandersetzen wollten, haben wir fast 40 Minuten über Über Negatives, nur ja, Schlechtes aber ich geredet, glaube, Entschuldigung. das ist jetzt auch so ein bisschen die Stimmung irgendwie so vor Weihnachten. Ich weiß es nicht. Also Die ich. sollte eigentlich besinnlich sein, fröhlich und familiär, aber. Ja, sollte sie sein, aber ich glaube, dieses Ganze, das zieht sich ja nicht nur durch Medienartikel, das ist ja in den sozialen Medien ja auch ähnlich, dass man dem anderen irgendwie nicht die Butter auf dem Brot gönnt, das und hinter jeder Fragestellung irgendwie einen Angriff sieht, obwohl man sagt, okay, also langsam müssten wir auch in der Sicherheitsbranche an einem Punkt angekommen sein, wo man eben sagt, okay, man muss auch mal bestimmte Strukturen hinterfragen und dass es eben, glaube ich, heutzutage einfach keine Legitimation mehr ist, zu sagen, um Gottes Willen, ich bin jetzt schon seit 30 Jahren in der Sicherheitsbranche. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass es eben auch eine junge Generation gibt, die bestimmt auch nicht die Weisheit, um Gottes Willen, das glaube ich, würde auch niemand von sich selber behaupten, der einigermaßen auch einen Anspruch an seine Arbeit hat, also die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber ich glaube, man muss inzwischen, und das sehe ich in so vielen Bereichen, das ist offline wie online auch. Ich glaube, man muss den Jungen auch mal langsam auch mal eine Chance einräumen und nicht alles jetzt runterspielen, was gesagt wird, oder alles, wo man auch mal hinterfragt, wo es eben auch mal, wo früher vielleicht vor 10 Jahren mal so pauschale Aussagen gegolten haben, wie,
Ich habe heute mal einen Beitrag gelesen, worauf ich dann gar keine Antwort oder Reaktion mehr bekommen habe. Ich glaube, weil alle ziemlich genervt von mir sind. Aber also da wird im Interview gesagt, naja, alle öffentlichen Ausschreibungen werden nach Preis vergeben. So. Und ich bin ja da jemand, der einfach nicht seine Klappe halten kann und habe dann eben auch letztendlich gefragt, ja, okay, hat denn jemand mal eigentlich schon mal Studien gesehen dazu? Also wie komme ich denn auf so pauschale Aussage? Sind das Erfahrungswerte oder gibt es tatsächlich Studien? Weil das spricht, glaube ich, auch, und ich habe es in diesem Jahr so oft auch auf meine Seite geschrieben, jeder outet sich halt selber und ich glaube, heutzutage ist es auch für uns immer wichtiger, konkret zu arbeiten, detailliert zu arbeiten und auch letztendlich ein bisschen Wissenschaftlichkeit mit reinzubringen. Dann egal, wo man mit wissenschaftlichem Arbeiten konfrontiert ist, innerhalb, ich sag mal, innerhalb des Studiums, auch für diese Branche, Sicherheitsmanagement oder ähnlichen, aber überall gibt es halt den Anspruch auch einer Quellenbelegung, sodass man sich auch mal gewissen kritischen Fragen also stellen muss, die auch mal bestimmte Aspekte hinterfragen und eben nicht ständig und permanent dann auch einen Angriff dahinter vermutet. Ich weiß es nicht. Heute ist irgendwie diese große Kritiksendung an allem und jedem und am System. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du gerade ein anderes Thema übergeleitet hast, als ich überleiten wollte. Und du mir jetzt einen meiner Quickies geklaut hast. Wir sind, wieso? Na, weil ich hier noch, also ich Aber werde jetzt eigentlich das stimmt, Thema. ja, wir hatten Ich ja wollte wirklich, das Thema wir jetzt hatten es nicht anders klauen, aber. abgesprochen gehabt. Wir hatten es anders abgesprochen gehabt. Das ist schön. Also, Aber das schön, ist dass wir toll, jetzt dass gleich wir. ins eigentliche Hauptthema eingestiegen Aber sind, es ist, nein, so. das ist, ich bin eigentlich schon durch mit meinem Topic. Aber das ist schön, dass wir uns 45 Minuten vorher zusammensetzen und besprechen und Wie wir es machen Themenplan uns erstellen, wie wir es dann. machen. Ich glaube, wir müssen an unserem Qualitätsmanagement und an unseren Prozessen Ach, arbeiten. hör mir auf mit Qualität. Egal. Also, ja, also wenn. Lass uns das kurz zu Ende machen. Clash of Generations. Wir haben es ja vorher schon mal. Ja, aber dieses Problem hast du eigentlich in jeder Branche. Also, dieses typische, ich meine, ich kenne es aus dem, ich meine, ich habe keinen Handwerksberuf studiert, sage ich schon. Ich habe keine Ausbildung genossen, keine handwerkliche Ausbildung. Aber was ich so von meinem Bruder höre, der immer noch im Handwerk ist und immer wieder Auszubildende hat, und was ich auch so mitbekommen habe von Arbeitsstätten und auch von Kollegen, wenn ich gearbeitet habe, Azubis werden ja erstmal immer so in Anführungszeichen so ein bisschen belächelt, beziehungsweise auch ehrlicherweise verarscht. Weil du den Azubi ja eigentlich immer so darstellst, als der hat überhaupt nichts gelernt, dass die eigentlich nicht, die heutige Generation will ich nicht sprechen, aber grundsätzlich nicht doof sind, Das oder verstehe ich, das weiß ich, das verstehe ich. das ist ja eigentlich nicht der Fall, so, und das, die Problematik ist ja, also du beginnst eine Ausbildung, ein Studium, wie auch immer, also bei meinem Vater war das so, der ist Handwerker, ich habe studiert, und für meinen Vater war das ja immer so eine Sache von. Oder auch meine Mutter hat das immer im Spaß gesagt, bei meinem Vater war das noch ein bisschen schlimmer. Der hat studiert, dem musst du es erklären. Und ich wette, viele unserer Zuhörer kennen genau diesen Spruch auch. Ob sie ihn jetzt nun selber benutzt haben oder ob sie ihn selber gehört haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Spruch, der hat studiert, dem musst du es erklären, der hat ja eine gewisse Festigkeit in der Gesellschaft. Und ich habe, zumindest was mein Vater angeht, häufig die Feststellung machen dürfen, dass ich quasi, also bei einem Thema war das wirklich so, da kam ich gerade aus der Vorlesung nach Hause, es lief irgendwas in den Nachrichten, mein Vater wollte dann unbedingt darüber sprechen, da ging es glaube ich sogar ums Waffenrecht, wenn ich mich nicht irre, und mein Vater wollte partout von seiner Meinung nicht abweichen, dass das so ist, wie er sagte, und ich habe ihm noch extra gesagt, nein, also wenn ich jetzt mein Rechtsbuch hole, dann halte ich dir jetzt hier gleich einen 45 Vortrag darüber, dass das nicht so ist, weil ich quasi vor einer Stunde aus der Uni kommend genau dieses Thema behandelt habe. Und mein Vater, also ich hätte diesen 45-minütigen Vortrag meinem Vater halten können mit PowerPoint-Slides und Textbelegen aus dem Waffengesetz. Mein Vater hätte sich am Ende hingestellt, hätte gesagt, nein, so ist das nicht. Das ist jetzt auf familiärer Ebene. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Beigeschmack, als wenn ich im Beruf Leben jung und alt zusammen habe, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Gesellschaft, durch die Zeit, durch alle Ebenen quasi, weil du immer dieses Problem haben wirst, dass ein junger Mitarbeiter in der Regel, nicht überall, aber in der Regel, belächelt wird mit, ja, der ist ja neu, der
kommt quasi frisch von der Uni, dem müssen wir jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Und wenn man sich es genau überlegt, ist es eigentlich eher eine Sache, die umgekehrt laufen müsste, weil der Kollege, der von der Uni, aus der Ausbildung, was auch immer kommt, der hat ja die ganzen Regeln jetzt eigentlich gerade frisch gelernt. Also kannst du davon Und vor allem ausgehen den aktuellen Stand. Also und wer den aktuellen beschäftigt sich Stand. denn mit der Weiterentwicklung des Rechts, wenn er, ne, Eben. also gut, es gibt bestimmte Berufe und also wenn ich IHK-Prüfer bin oder sonst was, das will ich gar nicht abstreiten, dass die auch noch auf einem relativ aktuellen Stand sein müssen. Ja, aber du kannst es ja allgemein, lass uns das ganz allgemein fassen. Thema Führerschein. Ja. Lass doch heutzutage mal, also, ne, das ist nicht böse gemeint, aber lass doch heute mal einen 60- oder 75-Jährigen eine heutige Führerscheinprüfung machen. Und ich verspreche dir, der wird's nicht schaffen. Davon abgesehen, wenn ich jetzt eine Führerscheinprüfung machen müsste und ich habe meinen Führerschein vor, lass mich lügen, 11 Jahren habe ich den gemacht. Wenn ich heute eine So alt bist du. Führerscheinprüfung. Ja, ich bin quasi mindestens 11. Ich bin mindestens Nicht 11. Weil ich habe vor mindestens elf. 27? Nee, ich bin mindestens 11, weil ich habe vor 11 Jahren einen Führerschein gemacht. Aber zurück zum Thema. Also, selbst ich, und ich, wie gesagt, ich habe meinen Führerschein ja jetzt noch nicht so lange im Vergleich zu einem 75, 80, 90-Jährigen. Selbst ich würde von mir behaupten, obwohl ich mich der Meinung bin, auf dem Stand zu halten, würde ich doch behaupten, dass ich eine Führerscheinprüfung ad hoc, ohne zu lernen, nicht schaffen würde heute. Weil sich Sachen geändert haben, weil man Sachen, bin ich zumindest der Meinung, anders gelernt hat, als sie früher der Fall waren. Ich bin sogar der Meinung, so ein super Beispiel, gerade für den Bereich Verkehr ist es, ich habe, glaube ich, noch gelernt, oder ich bin Links ziemlich. vor rechts. Ja, genau. Ampel? Nein, und nicht mit dem Handy spielen während der Fahrt. Nein, Quatsch. Jetzt gab es noch keine. Eine Regel, die ich noch gelernt habe, war anschnallen. Nein, zurück. Eine Regel war, wenn du auf die Autobahn auffährst, dann hast du einen sogenannten Beschleunigungsstreifen, wenn du auf der Autobahn fährst. Und ich bin der Meinung, zu meiner Zeit, meiner Führerscheinzeit, hieß es noch, du darfst auf dem Beschleunigungsstreifen bis zu 20 km/h schneller fahren als auf der Autobahn, um auf die Autobahn raufzukommen. Und ich weiß aus relativ verlässlicher Quelle, dass das Ding heute nicht mehr Beschleunigungsstreifen heißt, sondern es heißt heute Einfädelungsstreifen. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Passus, den du in den Führerscheinfragen drin hattest, mit du darfst bis zu 20 km/h schneller fahren, um quasi zu beschleunigen und auf die Autobahn zu kommen oder wo auch immer hin, dass es diesen Passus so nicht mehr gibt. Aber er ist halt immer noch in meinem Kopf und natürlich mache ich das halt auch so. Wenn ich sehe, da kommt einer angerauscht, gebe ich halt Gas, um mich vorher einzufädeln, beziehungsweise wenn ich sehe, dass es so nicht funktioniert, dass ich vorher bremse und mich dahinter einfädel. Aber das finde ich ist schon zum Beispiel jetzt nur in 10 oder 11 Jahren schon so ein Punkt, wo du sagst, okay, ich hab einen anderen Stand. Und trotzdem würde ich mich ja hinstellen und sagen, ja, du hast den Führerschein gerade gemacht. Glaub mal nicht, dass du besser Auto fahren kannst als ich. Naja, von der Theorie her wird das mit Sicherheit können, weil er den aktuellsten Stand der Regelung und ich sag mal Best Practices hat. Vom Praktischen wird es dann vielleicht wieder was anderes sein, aber wer Ich sagt glaube, das uns, ist genau dass. das Problem, was du gerade beschreibst, dass einfach in so einen Topf mehrere Sachen reingemischt werden. Da wird Genau, auf der die. einen Seite reingemischt Erfahrung. Also natürlich wirst du besser einschätzen können, wie du mit Müdigkeit umgehst, wie du auf langen Strecken umgehst, wie du vielleicht auch mit bestimmten Situationen umgehst, als ein Fahranfänger. Aber das muss ich, und da sind wir wieder bei diesem ganzen großen Thema. Eigentlich Sachinformation und sachliche Argumentation, wie wir es im vorherigen Thema, da muss ich das aber auch differenzieren und sagen, ja, jemand, der seit 30 Jahren den Führerschein hat oder in der Branche arbeitet, der wird viele Ereignisse, viele Szenarien schon durchgegangen haben und der wird vor allem auch in vielen praktischen Bereichen Erfahrungswerte haben, wie passieren bestimmte Sachen, wie verlaufen bestimmte Sachen, wenn ich da jetzt mal sehr operativ in diesem Moment denke. Aber das heißt noch lange nicht, dass das eine Erfahrung ist, die besser oder schlechter ist, weil es kann ja auch 30 Jahre schiefgegangen sein. Ja, oder lass uns das mal anders ausdrücken. Nicht die besser oder schlechter ist, aber nur weil der 30 Jahre das so macht, heißt es das nicht, dass es richtiger ist als jemand, der jetzt neu kommt. Genau. Und vor Ne? allem auch moderner, adäquater, an die jetzige Zeit angepasst ist.
glaube, das kriegen wir ganz mit einer ganz simplen Thematik hin. Wo ich auch ganz oft jetzt schon in der Branche angeeckt bin, weil ich, so lächerlich wie das für manchen klingen mag, aber einfach dieses Wort Wachmann, Wachmensch, Wachleute, Pförtner einfach komplett aus meinem Sprachschatz verbannt habe, weil ich einfach sage, ein Wachmann, den hatten wir vor 20 Jahren. Das ist derjenige, der da irgendwo in der, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Ja, der wir haben das auch schon irgendwo. mal diskutiert. Der einfach, Definitiv. weiß ich nicht, das klassische Bild, was du hattest, wie früher Werkschutz aufgebaut war. Ja, für andere Bereiche nicht mehr fähig gewesen, für den eigentlichen Thema. Ja, was sollst du machen? Komm, setz dich an die Pforte, da kriegst du dein Geld noch, du tust einen Nutzen fürs Unternehmen. Das hatten wir, um dich kurz auszubremsen, das hatten wir auch unter einem deiner Facebook-Posts hatten wir beide das Der, sogar ja, diskutiert, genau. weil ich da gesagt hatte, so, ey, die Art und Weise, wie du das da gerade darstellst, ist auch für einen Werkschützer nicht schön. Genau, das war Ja, das. genau. Aber deshalb sage ich ja, das war vor 20 Jahren. Die Anforderungen, die heute, und deshalb, ich glaube, deshalb passt das so ein bisschen, die heute eben auch an einen Werkschützer, an eine Sicherheitskraft gestellt werden, sind heutzutage eben ganz anders. Das ist einmal das ist der Aufgabenumfang, das sind aber letztendlich auch die Anforderungen an die Qualifikation. Und ich glaube, deshalb passt das so ein bisschen in diese Thematik Clash of Generations. Auch hinein, dass ich in der heutigen Situation eben mit anderen Herausforderungen konfrontiert bin und diese auch ganz anders angehen muss. Ja, ich kann nur von mir persönlich berichten, als ich an einer meiner Arbeitsstätten als, ich sag mal, Vorgesetzter von 20 Personen angefangen habe. Es waren alles sehr erfahrene Kollegen, also die waren alle, ich sag mal, so auf den letzten Schritten Richtung Rente, waren aber sehr erfahrene Kollegen, also die haben, dienstlich haben die durchaus was auf dem Kasten gehabt, das will ich denen gar nicht, will ich denen gar nicht absprechen, so ist es auch nicht gemeint. Aber ich habe da angefangen als definitiv wesentlich jüngerer Kollege und dann in Vorgesetztenfunktion. Und ich konnte mir von, ich glaube, fünf ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so von drei oder vier Kollegen, die mir unterstellt waren, dann erstmal anhören, ja, sie sind so jung, sie könnten mein Sohn sein. Ja, aber Ja, ich glaube, bin ich aber ja. nicht so. Das war eine, das, Das das, ist ja schon ja, echt, das wäre ne, schon spooky, diese Vorstellung. also das war so, was mir entgegengeschlagen ist. Also es hat am Ende dann, um das vielleicht aufzulösen für alle, die ganz neugierig sind, es hat keine Probleme in der Hinsicht gegeben. Die Kollegen haben das quasi wirklich so gesagt, aber sie waren auch, muss man fairerweise sagen, ich hatte das dann an anderer Stelle, Kollegen waren sehr dankbar dafür, dass sie einen jüngeren Chef bekommen haben. Weil der ihnen Sachen erklären konnte, die sie selber vielleicht nicht mehr so schnell aufnehmen konnten, gerade so Richtung Informationstechnologie. Sie waren aber auch sehr dankbar dafür, einfach, also haben einige auch selber gesagt, sie fanden es sehr gut, einfach weil neue Ansichten und neue Herangehensweisen einfach mit reingebracht wurden, wo sie von profitiert haben, wo sie sagen, das sehe ich einfach nicht mehr, weil ich nach 30 Jahren so betriebsblind bin, dass ich da überhaupt nicht mehr drauf komme, wo sie sagen, stimmt, das sind super Ideen. Sie haben halt festgestellt, dass mit jungen Kollegen in bestimmten Positionen sich vielleicht auch manche Sachen in eine andere Richtung drehen und mehr Fahrt aufnehmen, als wenn sie es selber machen. Wenn man vielleicht eine andere Herangehensweise hat und was für mich persönlich immer noch eins der größten Sachen war, dass ein Mitarbeiter von mir auf mich zugekommen ist, nachdem ich da eingesetzt war und zu mir sagte, ich find's gut, dass Sie hier sind. Ich so, ja, ich auch, weil bezahlt meine Miete so nach dem Motto. Und der mich ernst ansah und sagte, nee, das meine ich nicht, sondern weil ich jetzt hier jemanden sitzen habe, dem kann ich eine Frage stellen und ich bekomme eine Antwort und eine Entscheidung. Und das hatte dem bei den ganzen Kollegen, die vor mir da waren, die auch wesentlich älter waren als ich, hat dem das sehr gefehlt, weil er seine Arbeit unglaublich erschwert hat. Und er sagte, er hatte vorher nur Vorgesetzte, die haben Gegenfragen gestellt und haben dann keine Entscheidung treffen wollen. Also haben das quasi rausgezögert, oder haben ihn zu jemand anderem geschickt, der das entscheiden sollte, obwohl diese Funktion als Entscheidungsträger quasi gedacht war. Und er war einfach nur froh darüber, jetzt jemanden an der Position sitzen zu haben, der mehr oder weniger nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt die für seine Karriere beste Entscheidung ist, sondern gesagt hat, das sind die Regeln, die wir aufgestellt haben und nach diesen Regeln entscheiden wir auch und diese Entscheidung dann quasi getragen und umgesetzt hat, und war darüber unglaublich froh. Also es muss halt nicht immer schlecht sein, wenn du junge Kollegen, neue Kollegen, beziehungsweise vielleicht auch neue junge Vorgesetzte bekommst.
Ja, und ich glaube, also dann lassen wir das nochmal in einen größeren Kontext wieder hineinsetzen. Wenn ich überlege, wir haben 12.600 offene Stellen, die offiziell an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind. Also lass es nachher tatsächlich 15.000, 17.000, irgendwie sowas in diesem Bereich Ja. sein, an offenen Stellen, die wir haben. Da trägt aber auch die jetzige Verantwortung, oder die jetzige Generation der Sicherheitsbranche, all diejenigen, die in oberen Führungsstrukturen sitzen oder junge Leute ausbilden oder einfach auch mit jungen Menschen interagieren, die Verantwortung dafür, dass letztendlich der Beruf so attraktiv wirklich auch gestaltet wird. Und da muss ich einfach auch hinkommen und sagen, wir haben diesen Fachkräftemangel. Mit der Konsequenz zu sagen, naja, was passiert denn dann? Wenn ich tatsächlich in der Branche eine Kultur etabliere, in der es darum geht, möglichst lange, möglichst weit oben, möglichst, wir haben das schon seit 30 Jahren so gemacht, ja, das ist für junge Leute einfach nicht attraktiv. Und die Bundespolizei sucht sich 1.000 Leute, die Landespolizei, erst letzte Woche, nee, diese Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der aus dem Sicherheitsmanagement eines großen Unternehmens wechselt, also aus einer, würde man sagen, Führungsposition oder verantwortlichen Position, zur Landespolizei mit dem Hintergrund ganz einfach. Ja, das sind feste Verhältnisse, Beamtenverhältnis. Mir wird alles akzeptiert, was oder angerechnet, was ich studiert habe in Teilen. Ich muss eine verkürzte Ausbildung machen. Ich kriege auch mit knapp 30 kriege ich dort Ausbildungschancen. Sporttest wird eben auch nicht mehr gefordert. Wir haben also aber auch letztendlich eine ganz, ganz große Konkurrenz. Und wenn wir es da nicht schaffen, in einer Branche auch eine Kultur zu formieren, wo sich junge Menschen wohlfühlen und auch junge Menschen eben auch sagen, hey, das macht mir Spaß, weil natürlich geht es darum, das kann ich einfach, glaube ich, muss man einfach auch nochmal betonen, darum, dass irgendjemand hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Es geht um neue Ansätze, so wie du das auch gesagt hast, vielleicht auch schnellere Reaktionen, bessere Digitalisierung, alles das, was heutzutage eine Rolle spielt. Das macht auch eine Branche reizvoll, als wenn du konfrontiert bist mit, als ich angefangen habe, damit mit meiner Fachkraftausbildung, dass ich in der Klasse mit 30 Leuten saßen, wovon 28 vom Arbeitsamt geschickt wurden und nur zwei, und einer von den zwei war ich, gesagt hat, ey, ich will diesen Beruf lernen, ich will in die Operative, ich will Fachkraft für Schutz und Sicherheit werden. Und Ja. das ist letztendlich die Verantwortung, die, glaube ich, nur, und das beantwortet vielleicht die Frage, warum dieses oder wie können wir damit umgehen, die wir einfach nur gemeinsam lösen können, wo eben die Erfahrung der Älteren getragen wird mit den modernen, neuen Kompetenzen der jungen Menschen und das in Verbindung gebracht werden, weil, seien wir mal ehrlich, die ganzen Kampagnen, auch von der BVG, über die wir gesprochen haben, das machen doch nicht diejenigen, die seit 30 Jahren bei der BVG sitzen und sich hochgearbeitet haben vom Weichensteller zu irgendeinem Abteilungsleiter, sondern da haben sie eben auch festgestellt, wir haben diese Kompetenz innerhalb des Unternehmens nicht oder müssen diese Kompetenz unterstützen. Sprich, junges, ich glaube, es ist sogar ein Start-up gewesen, aber ein junges, flexibles, hippes Unternehmen dafür gesucht, um eben die Lücken die Kompetenzlücken, die Wissenslücken zu schließen, und dann kommt sowas Geiles raus. Also das brauchen wir auch nur letztendlich in unserer Branche auch. Da gebe ich dir recht, also ich würde jetzt Vom nicht. Stuhl gefallen. Nee, das nicht. Ich dachte, da kommt noch was, ich dachte, mach's gerade Pause. Ich würde jetzt nicht jedem älteren Mitarbeiter oder jedem älteren Arbeitnehmer absprechen, dass er nicht mehr keine Innovativkraft mehr hat. Nein, das soll auch nicht meine Botschaft sein. Ja, deswegen formuliere ich das gerade nochmal so. Aber nee, ich gebe dir schon recht, dass das mit Sicherheit nicht. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass ein 30 Jahre BVG-Mitarbeiter, der vorher Weichensteller oder Triebwagenführer war und jetzt plötzlich im Marketing sitzt, auf die Idee kommt, ey, lass mal freie Schnauze BVG Berlin machen. Also glaube ich auch nicht. Weil ich das für. Aber das hat, glaube ich, auch wieder so ein bisschen was mit Erziehung zu tun, dass die einfach aus einer anderen gesellschaftlichen Erziehung kommen als jüngere Generation, die halt sagt, naja, wenn es mir nicht passt, dann sage ich das halt entsprechend an, wo man früher wahrscheinlich für links und rechts eine Schelle gekriegt hätte.
Wobei das Setz jetzt mal nicht. Clash of Generations zu studierter Sicherheitsmanager und Astrophysiker. Also bloß weil ich der kleinste gemeinsame Nenner, wie vielleicht bei der Ist ja Diskussion, die wir gerade Astrophysiker. haben, Sicherheitsmanager, also Sicherheitsbranche ist, also eine Branche, wäre hier vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner in dem Vergleich studiert. Also ich würd doch auch niemals irgendwo nicht in anderen Bereichen, weil ich den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo gefunden habe, behaupten, dass ich jetzt als Astrophysiker oder im Bereich eines Astrophysikers tätig sein kann. Also, und ich glaube, das ist so ein bisschen den Konflikt, dieses Hocharbeiten jetzt bei der BVG. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist. Ich nehme es jetzt einfach mal so an. Ist doch bei uns letztendlich auch, du hattest eben früher nur beschränkte Möglichkeiten der Qualifikation. Und natürlich hat sich der ein oder andere wenn es gut gelaufen ist, vom Sicherheitsmitarbeiter zu einer Führungskraft, manchmal sogar zum Leiter eines Security Managements hochgearbeitet. Es waren aber, sind aber auch neben Quereinsteiger, und ich glaube, in den modernen Zeiten zählt für mich zumindest als Quereinsteiger in der Sicherheitsbranche auch jemand, der eine Laufbahn bei der Polizei oder beim Militär genossen hat. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das waren Zeiten, wo es eben so verfahren ist, weil man eben nicht die eigene Kompetenz in den eigenen Reihen vielleicht auch gehabt hat oder sich noch müßig gefühlt hat, die Kompetenz aus anderen Bereichen zu sammeln. Aber ich glaube, wir haben heutzutage, und egal auf welchen Bildungsträger du guckst und auf welche Werbekampagnen du guckst, überall findest du eine einzige Grafik, die überall gleich ist, nämlich welche vielfältigen Möglichkeiten du in der Sicherheitsbranche hast, bis hin zum Doktortitel der Sicherheit zu erwerben. Mal davon abgesehen, kleine Fußnote, das ist unglaublich schwierig. Ich habe es versucht, oder mich zumindest schlau gemacht. Ganz, ganz komische Wege, beziehungsweise man muss so ein bisschen Hintertürchen und andere Themen da beackern. Aber dann nutzt doch die Kompetenz, die wir in dieser Branche haben. Du, keine Frage. Ich bin da sowieso, also mein Motto in so mancherlei Hinsicht ist inzwischen, alles hat seine Vor- und Nachteile, es ist ein Geben und ein Nehmen. Von daher, das war auch das, was ich meinen älteren Mitarbeitern gesagt habe, weil einige kamen wirklich mit der Angst um die Ecke. Jetzt kommt ein junger, neuer Mann, der quasi alle Prozesse auf den Prüfstand stellt, beziehungsweise alle umwirft, alles neu macht, quasi den einen bis zum anderen durch den Kessel jagt, so nach dem Motto. Da habe ich dann auch gesagt, so, also mein Ziel ist es nicht, hier anzukommen, irgendwelche Sachen vorzusetzen, und dann zu gucken, ob das funktioniert. Also, ich habe meinen Mitarbeitern halt schon klar gesagt, sie sind diejenigen, die hier in Anführungszeichen die Expertise haben, beziehungsweise einfach die Erfahrung haben, auch wenn es dann um Sachen ging wie Ortskenntnisse oder was ist in der Vergangenheit passiert, wo muss man Sachen vielleicht ein bisschen anders angehen, weil es einfach sinnvoller ist. Wo ich auch gesagt habe, also es ist nach wie vor so, dass sie die Erfahrung haben, die mir fehlt. Und wir müssen zusehen, dass wir aber beides kombinieren und das Beste daraus machen. Und dazu zählt einfach, wenn ich eine Idee habe, komme ich zu Ihnen, stelle Ihnen die Ideen vor, Sie überlegen, ob das eventuell Sinn macht. Mit Sicherheit gibt es da auch Sachen, wo ich sage, da lasse ich nicht diskutieren, sondern das werden wir so umsetzen. Aber dass man bei vielen Sachen die Erfahrung mit einbezieht und alleine das quasi so gemacht zu haben und auch den so quasi vorgestellt zu haben, das ganze Modell hat schon dazu geführt, dass man bei einigen Kollegen weitaus akzeptierter war als am Anfang, wenn es hieß, da kommt ein neuer junger Kollege und der ist uns vorgesetzt. Also von daher, das mag nicht überall funktionieren, man hat immer irgendwelche Sturköpfe, ob jung oder alt, das ist vollkommen egal. Da wird das nicht funktionieren, da kommt man nicht drum rum, dass man dann wirklich mal ich sag mal, ja, auf die Trompete schlagen, ja. Dass man da mal ordentlich einen Paukenschlag Sendungstitel. Wir müssen auf die mal auf die Trompete Trompete schlagen. da hilft es halt nicht anders, als einfach mal einen Paukenschlag auszuführen. Da geht es halt nicht anders, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, wenn die Leute in einer gewissen Art und Weise kompromissbereit sind oder offen sind, da auch mal neue Sachen anzugehen, dann wäre das durchaus möglich, da auch mit jungen und alten Kollegen vernünftig zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es leider immer noch die Leute, die der Meinung sind, junge Menschen, junge, frische Kollegen haben halt nichts drauf, die haben Pech gehabt und man sollte sie
immer den erfahrenen, alteingesessenen, langweiligen Mitarbeitern unterordnen. Schlusspointe? Also Pointe nicht, aber Schlusspunkt. Hör Genug auf, hier auf an meinen die. Bildern rumzuspielen. Was für Bilder denn? Na, die in unserem Regieplan. Achso. Er arbeitet Ja, an ich ihnen, kann im das sehen. Gegensatz zu dir. Nee, Füße ich arbeite hochbewegt. auch. Schlusspointe? Schlusspointe. Nächstes Thema. Echt jetzt? Okay. Knallhart, was sind wir denn? Wir sind jetzt bestimmt bei so einer Minute. Nee, Ja, stimmt wir das sind bei einer nicht? Minute, genau. Stunde 10 Stunde ungefähr. 5. Ja, Schlusspointe, Anführungszeichen. Nein, das war Schlusspunkte zu dem Thema. Wir haben doch noch was. Ach ja, Regieplan sagt, stimmt. wir müssen noch arbeiten. Okay, genau, die Themen, also eins meiner Quickie-Themen, wie ich sie inzwischen getauft habe, das ich noch mitgebracht habe, ich habe ja Übrigens im. nur so nebenbei, Unterbrech mich nicht! wenn drei Quickies bei uns eine Stunde 5 dauern, dann ist echt gut. Na, sind es ja nicht. Also ich hatte heute zwei Quickies mitgebracht. Ja, BVG und das, was ich jetzt vorstelle. Und wir haben da halt eine Stunde fünf draus gemacht, weil wir deine Themen gleich noch mit Das ist aufgenommen doch gut. Ist doch haben. gut. Ich meine, Also zurück ist zum besser, als Thema. wäre es wirklich ein, also so Genau, besser als wenn Schnellschuss. wir wieder 2 Stunden machen und sich die Zuhörer beschweren, dass sie so lang sind. Die haben ja jetzt Zeit. Die können ja jetzt bis Weihnachten gestückelt hören. Ach, da unten hast du Bilder. Warum hast du denn da unten Bilder? Achso. Ja, weil ich die da eingefügt habe, Kollege. Auf jeden Fall, ich habe ja, in dem letzten Podcast war es nicht, in dem Podcast davor oder davor, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich auf eine Initiative hingewiesen, wo es darum ging, dass man der Meinung sei, die Berliner Polizei würde nach Willkürmanier Shisha-Bars in Berlin kontrollieren, dicht machen, was auch immer. Immer in relativ große Aktion mit LKA, Zoll, Polizei, Ordnungsamt und wer nicht noch alles mit dabei mitspielen wollte. Ich habe jetzt von vor, ich glaube, 1 oder 2 Wochen müsste der eine Post sein. Da ging es auch wieder genau um so eine Aktion. Und weil ich mir dachte, man muss ja mal gegen so sinnvolle Initiativen gegenstimmen, folgender Darfst nicht so schrieb zu viele dieser. Pausen machen, sonst setzt dein Mikro immer aus. Ja, ich weiß. Folgender schrieb zu dieser Aktion: LKA, Zoll und Polizei haben Shisha-Bars kontrolliert. Dabei wurden eine Machete, ein Baseballschläger, ein Messer, ein Schlagstock und 20 Kilo unversteuerter Tabak beschlagnahmt. Ort Friedrichshain. Klingt wie eine Zollkontrolle beim Sicherheitsdienst. Ja, genau, wie am Flughafen. Die Sache ist nur, es wurde ja quasi moniert durch diese Aktion oder durch diese Initiative, dass die Polizei das aus Willkür machen würde. Aber wenn ich jetzt hier lese, es wurde eine Machete gefunden, das lässt sich unterm Waffengesetz definitiv nicht als irgendwas einordnen, das ich mitführen darf. Warum führe ich einen Baseballschläger mit? Ein Messer und einen Schlagstock? Schlagstock ist, soweit mir bekannt, verbotener Gegenstand bzw. verbotene Waffe oder Waffen nach Waffengesetz Nach Waffengesetz. quasi, ich sag mal, ja, pflichtig, darf nicht jeder tragen, beschlagnahmt und dann 20 Kilo unversteuerter Tabak, was auch eine Straftat ist und was im Endeffekt, wenn man sich's genau überlegt, also gegen meine eigenen Steuern mehr oder weniger geht oder mich auch betrügt, dann erkenne ich da den Hintergrund der Initiative nicht, wenn die Polizei sowas findet. Ein anderer Fall, der ist von dieser Woche Samstag. Ähnliches Ding. Polizei, LKA und Ordnungsamt kontrolliert Shisha-Bars. 8 Kilo Tabak beschlagnahmt, Grenzwert für für CO, also Kohlenstoffmonoxid. 30 Pixel per Mikrogramm oder PPM. In einer Bar wurden 256 PPM gemessen. Also weit über dem, was eigentlich zulässig ist. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass sonst da so ein Nebeldunst durch den Laden Parts zieht, per sondern. Million. Ah, Parts per Million war das, genau, danke. Da geht es ja nicht darum, dass dann einfach nur so ein leichter Nebel durch den Laden zieht und irgendjemand beziehungsweise hinfallen könnte, weil er den Tisch nicht sieht, sondern hier geht es ja auch wirklich um eine gesundheitliche Gefährdung. Bei der Menge 246 ppm zu 30 ppm, finde ich, ist das auch irgendwo nicht mehr witzig. Das geht dann, glaube ich, sogar schon in den Richtungen Körperverletzung. Das sind nur so zwei Beispiele, wo die Polizei so eine Aktion fährt und das. Zwei Aktionen sind, wo sie jetzt nicht unerhebliche Straftatbestände oder ich sag mal Mängel, um das mal zu verallgemeinern, Mängel feststellt, die in meinen Augen schon so erheblich sind, dass es durchaus Sinn macht, dass diese Polizei diese Shisha-Bar-Kontrollen macht und das
In meinen Augen zumindest, diese Initiative mit ihrem, die Polizei macht das nur per Willkür, in meinen Augen nicht gerade große Argumente dafür hat, dass das eine Willküraktion ist, weil die Polizei hat, soweit mir bekannt, bei jeder größeren Kontrollaktion bisher immer irgendwas gefunden, was in den Straftatbestand reinreichte. Also, ne, so viel zu dem Quickie, der soll gar nicht groß diskutiert werden. Aber es geht halt Aber. letztendlich um diese Anfangsverdacht und ich glaube, da liegt noch ganz viel Potenzial, vor allem wenn du dann auch mitbekommst, oh, ich darf keine kohlensäurehaltigen Getränke mehr während des Podcasts, neue Vorgabe fürs neue Jahr trinken. Wenn du auch wieder mitbekommst, wie letztendlich diese Clan-Strukturen miteinander verboten sind, Naja, ich finde, es geht noch verbunden weiter. sind. Es geht noch weiter. Es ist mir heute das erste Mal aufgefallen, als ich nach Hause gefahren bin, weil ich auch nochmal Kantstraße unterwegs war heute. Und du hast ja inzwischen überall in Berlin diese 24-Stunden-Shops, ne, diese Spätis quasi. Und mir ist aufgefallen, dass immer mehr von diesen Spätis Shisha-Tabak anbieten, weil ist ja, ich sag mal, in Mode gekommen, jeder hat heutzutage eine Shisha und ist am Rauchen. Was machen, also da würde es mich mal interessieren oder würde ich mal interessant finden, wenn die Polizei auch eine Kontrolle von diesen Spätis macht wegen diesem Shisha-Tabak, weil es würde mich nicht wundern, wenn wir da auch wieder auf Steuerhinterziehung stoßen. Und das auch nicht in einem uninteressanten Umfang. Von daher, ich sehe das genau wie du. Sowohl die Shisha-Bars, was jetzt Clankriminalität als auch hier Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit angeht, denke ich, ist durchaus noch Potenzial und Luft nach oben. Aber auch in anderen Verkaufsstätten wie einem Späti, der das mit anbietet. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kann da auch nichts Schlimmes dran abgewinnen, wenn die Polizei diese Kontrollen macht. Weil im Endeffekt geht es darum, Gesetze einzuhalten. Und wenn die Polizei da die Erfahrung gemacht hat, wenn ich da mit zwei Streifenpolizisten reinkomme, dass die ausgelacht und bespuckt und quasi hinausgetreten werden, kann ich das verstehen, wenn die da mit einer Hundertschaft ankommen und dann für entsprechende Sicherheit sorgen, weil das halt auch eine Art der Eigensicherung ist. Von daher, ja, abschließend kann ich nur sagen, ich habe die Argumentation dieser Initiative leider noch nicht verstanden. Ich habe bisher auch noch keine kräftigen Beweise oder stichhaltigen Beweise gefunden, dass diese Initiative Sinn macht, sondern für mich ist das eher der Versuch von Leuten, die sich schikaniert fühlen, obwohl sie Unrecht tun, sich gegen die Polizei zu wehren. Ich hoffe, dass sie relativ schnell einsehen, dass sie sich vielleicht ein bisschen anders verhalten sollten, damit die Polizei sie wieder in Ruhe lässt. So viel Ja, zu dem Quickie. dann lass es uns ein Quickie sein, weil sonst diskutieren wir wieder in die Länge. Ich würde tatsächlich Notwendigkeit da unterstützen, auch nochmal vielleicht den Bogen zu auch noch anderen aktuellen Ereignissen. Der Verdacht liegt ja im Raum, dass das grüne Gewölbe offensichtlich möglicherweise auch der Einbruch da rein in Dresden, auch aus Berlin, aus einer Clan-Struktur womöglich, Ah, okay. organisiert wurde, weil man offensichtlich jetzt festgestellt hat in einer Abfrage oder in einer polizeiinternen Abfrage, dass im letzten Jahr gab es ja vermehrt Einbrüche, auch bei der Berliner Feuerwehr, wo ja, du kennst ja den Fachbegriff besser, solche Spreizer, heißen die Spreizer? So Du Hydraulikspreizer. meinst dieses Hydraulikwerkzeug, ja, Ja. Schere Spreizer nennt die Feuerwehr das selber. Aber ist es Genau. Spreizwerkzeug, ja. Da sind ja mehrere von denen gestohlen worden. Einer ist ja beim Überfall auf den Geldtransporter am Alexanderplatz oder also zwischen Janowitzbrücke und Alexanderplatz da eingesetzt worden in diesem schnellen Überfall. Und der andere geht man nach derzeitigem Stand davon aus, dass der offensichtlich zur Überwindung des peripheren Schutzes überwunden wurde, nämlich den Gittern vor den Fenstern. Ah, Also okay. von daher ist es unbedingt notwendig in jeglicher Art und Weise, dass wir da auch, glaube ich, oder dass die Politik und die Polizei diesen Clan-Strukturen da auch mit Nadelstichen wehtut. Unabhängig davon, was ich auch stark vermuten würde, das, was offiziell mitgeteilt wird, vielleicht erfährt man auch inoffiziell mehr oder andere Themen über Strukturen, über Verbindungen, wer besucht eigentlich welche Shisha-Bar, welche Örtlichkeiten und kann damit tatsächlich dieses Netzwerk ein bisschen stärker und intensiver darstellen. Dann haben wir jetzt noch ein letztes Thema, das ich aufgrund der Zeit nicht mehr ganz so lange
arbeiten würde, wie eigentlich vorgesehen. Und zwar, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, am letzten Donnerstag, Freitag, den 13., hat der Bundestag eine Verschärfung des deutschen Waffengesetzes quasi ja durchgewunken, beschlossen, wie auch immer. Und soweit meine Informationen reichen, steht Freitag die Verifizierung im Bundesrat an. Weil wir das Thema jetzt nicht so stark auf der Vielleicht Kette noch einen hatten. kurzen Überblick. Also Genau. diese Also es gibt da verschiedene, also es gibt eine EU-Richtlinie, die dieser Gesetzesentwurf umsetzen soll. Ich zitiere hier mal von der Bundestagseite. Mit dem Gesetzesentwurf will die Bundesregierung eine EU-Richtlinie umsetzen. Die Richtlinie erweitert die Kennzeichnungsanforderungen für Schusswaffen und deren wesentliche Teile. Ferner fordert sie von Mitgliedstaaten eine umfassende Rückverfolgbarkeit aller Schusswaffen und ihrer wesentlichen Teile sicherzustellen. Zweck haben die Mitgliedstaaten Waffenhändler und Hersteller in einem ersten Schritt zu verpflichtet, den Waffenbehörden unverzüglich sämtliche Transaktionen anzuzeigen, die Bestandteile des Lebenswegs einer Schusswaffe und ihrer wesentlichen Teile sind. In einem zweiten Schritt werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese Transaktionen in den Waffenregistern zu registrieren. So viel jetzt dazu. Also das Waffengesetz wird jetzt hier nicht geschrieben, sondern an einem anderen Punkt. Das Waffengesetz, das der Bundestag beschlossen hat, geht in seiner Verschärfung weit über das hinaus, was die EU-Richtlinie wohl vorgesehen hat. Hier hatte jemand anders das so zusammengefasst, dass Landesregierungen dazu ermächtigt werden, also Rechtsverordnungen zu verlassen, die sogenannte Waffenverbotszonen beschreiben. Dies auch, ohne dass es sich um einen Hotspot in Sachen Verbrechen handelt. Also Alexanderplatz wäre ja so ein Hotspot oder kriminalitätsbelasteter Ort. Darin auch vorgesehen ein Führverbot von Messern, feststehend oder feststellbar, mit einer Klingenlänge ab 4 Zentimetern. Jedoch soll es Ausnahmen geben. Das war so ein Punkt. Dann soll es wohl ein Verbot für High-Kappa-Magazine geben, also Magazine mit einer hohen Kapazität. Und hier wird geschrieben, für über 20 Schuss für die von Kurzwaffen, über 10 Schuss von Langwaffen, also Magazin, immer auf Magazin bezogen. Außerdem ein Verbot von Halbautomaten mit Festmagazin jenseits der erlaubten Kapazitäten. Nicht betroffen sind Repetierer. Außerdem soll es noch ein Verbot von Salutwaffen geben. Es gibt wohl eine Bedürfnisbewilligung künftig, oder die Bedürfnisbewilligung künftig unterscheidet sich nach Bedürfnis zum Erwerb und Bedürfnis zum Besitz. Dann mit einer 5-jährigen Kontrollfrist, Besitz zum Bedürfnis von erlaubnispflichtigen Waffen in den ersten 10 Jahren mit dezidierter an jeden Waffentyp nachweisen. Danach nur noch eine Vereinsbeschädigung. Also es wird sehr stark, ich sag mal, eingeschränkt oder es wird sehr stark verschärft. Wohl auch gelbe Waffenbesitzkarte beschränkt auf maximal 10 Waffen. Das war früher wohl anders. Schießstandüberprüfung alle 4 Jahre für erlaubnispflichtige Waffen und alle 6 bei nicht erlaubnispflichtigen Waffen. Außerdem dürfen die Bundesländer Ausbildungskriterien für Schießstandsachverständige festlegen und noch ein paar andere Sachen. Warum ich darauf gestoßen bin, weil der ganze Bereich Airsoft, quasi Kinder, die mit Plastikkugeln und Anscheinwaffen durch den Wald rennen, um das mal so. Ich gehöre auch dazu, falls einige fragen, warum ich das so böse formuliere. Da geht jetzt ein Aufschrei durch diese ganze Airsoft-Community, weil das Waffengesetz vorsieht, dass bestimmte Waffen von den Energiewerten geändert werden müssen. Und zwar ist es nach dem bisherigen Waffengesetz so gewesen, dass alle Waffen mit einer Mündungsenergie von 7, oder unter 7,5 Joule nicht als scharfe Waffen gelten, sondern als Anscheinwaffen oder als Spielzeug in Anführungszeichen. Und diese Waffen dürfen nur mit einem Einzelfeuermodus versehen sein, also nur Einzelschuss darf möglich sein für alle Spielgeräte. Unter 0, oder bis 0,5 Joule Austrittsgeschwindigkeit durften mit einem sogenannten vollautomatischen Schuss versehen sein. Also
Trigger gezogen und ich mache das Magazin leer. Und da hat man jetzt festgestellt, dass diese Spielzeuge, als was die dann quasi gelten, nur noch eine Energie von 0,08 Joule haben dürften, um Vollauto zu schießen. Beziehungsweise, damit Ich das als steig gerade Spielzeuge völlig gelten. aus, aber erzähl weiter. Du kannst es dir gleich nochmal anhören und dir aufschreiben. Auf jeden Fall geht da die Diskussion rum, dass quasi der ganze Bereich Airsoft da jetzt lahmgelegt wird, weil viele Waffen jetzt plötzlich nach diesem neuen Gesetz wohl nicht mehr gesetzeskonform sein dürfen. Damit sind sie nicht spielbar und viele Leute bleiben auf Gerätschaften sitzen, die teilweise sehr teuer sind und die sie aber nicht mehr benutzen können, weil sie ja nicht mehr gesetzeskonform sind. Und da geht gerade so ein bisschen ein Aufschrei durch. Hier ist in dem Waffengesetz geht es noch so ein bisschen darum, dass wohl Jäger und Sportschützen von diesen Verschärfungen auch sehr stark betroffen seien, was nicht jeder so toll findet. Auf jeden Fall, ja, wird das wahrscheinlich nochmal ein größerer Punkt sein, der uns in der Zukunft beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal groß darauf eingehen wolltest. Wird es fast bei diesem. Zumindest kurz. Lass mich kurz darauf eingehen, Also weil genau, ich wollte nur sagen, ich würde da jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, sondern wir können uns das ja dann für den nächsten Podcast, wenn genaueres klar ist, auch mit den Gesetzestexten, die sind, soweit ich weiß, noch nicht ganz veröffentlicht, wo man dann mehr drüber sagen kann, weil jetzt ist es halt alles noch sehr viel Mutgemaße, wie ich finde. Aber sag ruhig gerne deine wobei Meinung dazu. ich also, was mich stört, und deshalb will ich nochmal zwei Sätze vielleicht dazu sagen, weil es einfach auch da in die heutige Folge einfach absolut reinpasst. Wenn du dann auch so Begründungen liest, wie, ich zitiere mal jetzt hier die Deutsche Welle, der SPD-Politiker Helge Lind erinnerte an die islamistischen Anschläge 2015 in Paris, den Berliner Attentäter Anis Amri, sowie den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir in diesem Land mit aller Konsequenz ein striktes, scharfes Waffenrecht haben und durchsetzen. Also, sorry, jetzt mal völlig unabhängig davon, brauchen wir es oder nicht, da habe ich die Meinung dazu. Es macht sicherlich in vielen Punkten Sinn, wenn ich so argumentiere, wie wir es eben, ich glaube, in der letzten Waffenrechtsnovelle hatten, auch nach den Amokläufen an deutschen Schulen, wo es eben noch nicht diese ganz strikten Gesetze zur Aufbewahrung und Trennung, glaube ich, von Waffe und Munition gegeben hat, wo dann eben, wo ist denn wo hat denn dieser Amoklauf stattgefunden, da im Bayern in Ich bin jetzt leider gerade bei dem anderen in. Ansbach, genau, wo es in Ansbach dann Sag ich 2009 ja. diesen dann den Amoklauf ging, wo der Sohn dann praktisch die unverschlossene Waffe des Vaters genommen hat und praktisch also Verfügbarkeit und Möglichkeit dann in Verbindung gebracht hat und dadurch seinen Anschlag durchgeführt, also seinen Amoklauf durchgeführt hat. Bin ich schon auf der einen Seite dafür, dass man überprüfen muss, dass genau diese Möglichkeiten, Zugriff auf eine Waffe durch junge Menschen, durch Täter, vielleicht auch tatsächlich durch Personen, die eben auch, wie es auch drin stand, in der Begründung verfassungsrechtlich zwielichtig sind, in irgendwelchen Organisationen Mitglieder sind, wo du sagst, okay, den solltest du vielleicht keine Waffe in die Hand drücken. Auf der anderen Seite glaube ich auch, und das war auch bisher so dieser Haupttenor in der Kritik dagegen, diejenigen, die sich illegal eine Waffe besorgen, also die eine Waffe besorgen wollen, werden sich auch zukünftig, ich denke da beispielsweise an den Anschlag in München 2016, wo es dann im Olympiapark dazu kam, der hat sich die aus dem Dark Web besorgt. Und hier also diese Argumentation auch zu sagen, Paris, Berlin und Halle in Verbindung zu bringen, wovon zwei definitiv nicht mit einer illegal oder legal besorgten Waffe durchgeführt worden sind, nämlich alle, die sich erinnern können, Anis Amri mit dem LKW. Und in Halle hat er sich seine Waffen selbst gebastelt durch Anleitung und ich glaube einen 3D-Drucker. Hätte dieses Gesetz nicht diese Straftaten verhindert, inklusive aller illegal Erworbenen. Also Das ist, glaube ich, der schlimmste Punkt, dass jetzt, also unabhängig davon, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die halt umgesetzt werden muss, dass die Bundesregierung jetzt das Waffengesetz verschärft mit der Begründung, damit Kriminelle nicht mehr an Waffen kommen. Also, und da ja genau das reinspielt, was du gerade sagst, dass die sich ihre Waffen nicht, also, dass es nicht, A, das ist bei uns ja nicht wie in Amerika, dass du einfach in den Laden reingehst und sagst, ich hätte da hinten gerne die Winchester und ich hätte dafür noch 20 Schuss und dann hätte ich gerne das M4, das da oben hängt und hätte dafür gerne 90 Schuss. So ist es bei uns ja grundsätzlich schon mal nicht.
Also ich kenne auch, also soweit mir bekannt, gibt es auch nur eine Handvoll Privatpersonen, die einen eigenen Waffenschein haben. Mir persönlich ist nur eine einzige bekannt, auch wenn ich die noch nie selber gefragt habe. Ansonsten sind die Dinger ja immer auf Unternehmen ausgestellt. Aber Ja die gut, Begründung, Sportschützen und sowas haben die ja, nicht bestimmt. die haben aber keinen Waffenschein, sondern die haben eine Waffenbesitzkarte. Okay. Das ist ein Unterschied, soweit mir bekannt. Also die haben alle keinen Waffenschein, sondern die haben eine Waffenbesitzkarte, um diese Waffe zu besitzen. Und sind Sportschützen, die im Waffengesetz sowieso anders behandelt werden als Leute mit scharfen Waffen, ne? Also, es ist ja eine scharfe Waffe, aber Leute, die diese Waffe quasi tragen, weil sie ein Bedürfnis haben, ähnlich wie einem Geldwehrtransport. Aber wie du schon sagst, die Begründung der Bundesregierung ist ja, um Kriminellen den Zugang zu Waffen zu erschweren. Ja, aber der war vorher schon schwer und es interessiert sie auch überhaupt gar nicht. Ob es ein Waffengesetz gibt, weil sie sich ihre Waffen sowieso auf anderem Wege beschaffen. Also das Einzige, was ich diesem Gesetz in der Hinsicht bisher abgewinnen kann, ist, dass sie die Hersteller, dass das ja hier darum geht, dass der Weg der Waffe nach Möglichkeit lückenlos beschrieben sein soll, sodass du rausfinden kannst, wer dem illegal eine Waffe hat zukommen lassen. Wage ich aber in der Realität auch nicht, zu behaupten, dass das so funktionieren wird. Das ist wieder eine schöne theoretische Überlegung, aber es wird ja Gründe dafür geben, warum Waffen wegkommen. Die Polizei Berlin hätte ja genau das gleiche Problem. Da verschwinden Waffen, keiner weiß warum. Und da Vor allem, hilft wenn dir nicht ich weiß, auch. auf die ist auf denen zugelassen, Ja, genau. dann du Also. verkaufst ja dann nicht deine eigene Waffe, sondern meldest sie als verstohlen, also gestohlen, wenn du da irgendwie in irgendeiner Art Ja, und vor allen Dingen, Weise. du hast ja das Problem, also bei der Polizei weiß ich es. Aber das ist ja quasi das Problem, das da auftauchen kann. Der Polizist hat eine Waffe, die ihm zugeordnet ist. Genauso gibt es aber auch Waffen, die sind einem bestimmten Kommando, einer bestimmten Dienstgruppe zugeordnet. So, das heißt, es ist ja wie in jedem Bereich, wenn du halt fünf Leute hast, die sich um etwas kümmern sollen, kümmert sich keiner drum, weil ist ja nicht seine Verantwortung. Da kommst du ja aus diesem Punkt kommst du ja nicht raus. Also, das änderst du ja mit einer Waffenhistorie, änderst du das ja nicht, weil, wenn du eine Gruppe hast, die sich um die Waffe kümmert und irgendjemand nimmt die Waffe mit und am Ende sagt jeder, nee, habe ich nicht gemacht, aber er hat sich auch nicht ins Protokoll eingetragen, in Anführungszeichen, dann ist die Waffe weg und du hast trotzdem nichts gekonnt. Also macht es für mich nicht den Anschein, als wenn dieses Gesetz in seiner verschärften Fassung uns wirklich so viel bringt, wie man sich das vorstellt. Jetzt muss ich zugeben, ich habe den Gesetzestext noch nicht gelesen. Ich kenne die genauen Spezifika nicht und ich bin auch der Meinung, man muss mal abwarten, was die Ausführungsverordnung zum Waffengesetz dann sagt, auch was so Grauzonen, rechtliche Schritte angeht. Nur von dem, was ich bisher gehört habe, scheint halt ein ganzer, ich sag mal, ja, ein Sport ist es nicht, aber ein ganzer Hobbybereich jetzt quasi seiner Existenz nachzuhängen, weil sie jetzt plötzlich in den Bereich rücken, dass sie nicht mehr ihrem Hobby mehr nachgehen können. Und Jäger und Sportschützen scheinen davon auch in irgendeiner Form betroffen zu sein, wo ich mich nicht so fest mit beschäftigt habe, aber wo man sich auch überlegen muss, ob das jetzt wirklich sinnvoll war, was die Bundesregierung da gemacht hat. Das ist bisher mein Eindruck von dieser Regelung, die man da beschlossen hat. Sehr schön. Und ich würde auch sagen, dass wir das Thema damit gar nicht weiter ausschlachten. Nee, wir gucken mal, was dabei kommt, was sich da entwickelt, und dann Genau. können wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht hat ja auch einer der Zuhörer sich stärker mit dem Thema beschäftigt, weil er geschäftlich, beziehungsweise ja doch geschäftlich oder vielleicht auch privat einfach mit dem Thema zu tun hat. Sollte dem so sein, lasst uns gerne eure Kommentare zukommen oder auch vielleicht eine Richtigstellung. Also ich behaupte nicht, dass ich alles, was das Waffengesetz angeht, jetzt hier gerade richtig formuliert habe, weil, was soll ich sagen? Also, ne, ich mache das auch nur so nebenher. Lasst uns da gerne eure Meinung hinzukommen. Sagt uns, was ihr davon haltet. Ansonsten denke ich, spreche ich auch in Florians Namen, wenn ich sage, lasst uns, ja. Froh und munter sein. Nee, so war das nicht gemeint. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, frohe Weihnachten. Aber mir Ja, fällt gerade ein, Moment mal. du hast noch ein Ich Thema. möchte noch was. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier parallel dazu GEMA-freie Musik einspielen kann. Oh, das ist doch sehr laut. War sehr laut, Aber hast du nee, gehört? warte, nee, nee, ich höre das nicht, aber warte mal, was wolltest du denn davon anmachen? Mach mal We Wish You a Merry Christmas. Weil bei mir hört man das dann.
So, aber ich kann Boah. ja schon mal. Okay, das ist. So ging es mir auch gerade Wie eben. laut ist das? Kann ich das auch irgendwo leiser machen auf der Seite hier? Weil sonst wird das jetzt gleich doof, weil dann hört man dich nämlich nicht mehr. Sonst lege ich später einfach drunter. Ja, So, es ist vielleicht also, sinnvoller. ich lege jetzt mal Musik runter. Nein, also, folgendes. Es ist ja so, wir gehen ja jetzt aufs Jahresende zu und wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass es dieses Jahr, und ich glaube, da sind wir auch diejenigen, die da offen und ehrlich kommunizieren und vielleicht auch direkt und hart kommunizieren, dass wir ein schnelles Jahr hatten, dass wir auch ein lautes Jahr hatten, und deshalb macht es vielleicht auch mal Sinn, zum Jahresende sich mal ein bisschen darauf zu besinnen, was vielleicht auch wirklich wichtig ist. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, dass ich gerne ein Projekt ins Leben nochmal rufen möchte für die letzten Jahre, und würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere daran auch beteiligt. Das hat auch einen persönlichen Hintergrund so ein bisschen. Auch ich musste dieses Jahr feststellen, dass es eben Krankheiten gibt, die trotz des wirklich guten medizinischen Fortschritts, den wir in Deutschland haben, und auch in der Situation, in der wir uns befinden unserem Versicherungssystem, aber am Ende des Tages auch nicht heilbar sind. Und ich glaube, umso schlimmer ist es, wenn eben auch Kinder davon betroffen sind. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich zum Ende des Jahres, und während ich das hier erzähle, wird das auch gerade auf meiner Facebook-Seite gelauncht, dass ich dieses Jahr gerne noch die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützen möchte, und habe praktisch einen Spendenaufruf eben gerufen. Auch mit der direkten Zielgruppe und auch mit dem Titel Mit Sicherheit gegen Krebs. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist ein Unternehmen, das setzt sich vor allem dafür ein, Hoffnung, Hilfe, Unterstützung für Familien und Eltern und Geschwister zu geben. Die betreiben eine Freizeiteinrichtung in der Nähe von Frankfurt am Main und auch ein Reha-Zentrum auf Sylt und engagieren sich auch ganz stark in der Forschung. Von daher möchte ich diese Einrichtung zum Ende des Jahres unterstützen. Könnte man sagen, okay, das ist ja alles nur PR-Gap, wer du es hier rüber machst und über deine Unternehmensseite. Dem würde ich tatsächlich aber auch widersprechen wollen. Hintergrund ist einfach, ich habe über diesen Podcast hier und über Facebook, über das, was ich beruflich tue, eine viel, viel größere Reichweite, als wenn ich das privat stattfinden lassen würde. Und von daher möchte ich das gar nicht irgendwie, dass das hier irgendwie genutzt wird, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier als Promo-Aktion bewertet wird, sondern dass es einfach natürlich darum geht, am Ende des Tages möglichst viele Menschen zu erreichen, um diesen wirklich sinnvollen Zweck da auch so viel Geld wie möglich unterstützen und zukommen zu lassen. Von daher würde ich mich tatsächlich freuen. Wir verlinken es auch hier nochmal in Texten. Wenn ihr euch das anschauen würdet, wenn ihr euch über die Deutsche Kinderkrebsstiftung informieren würdet, und dann für euch selber bewertet, ob ihr da auch etwas dazu beitragen wollt, diesen Spendenfonds zu unterstützen. Ich habe es bereits getan, das ist auch alles transparent, das sieht man auch alles unter den Bewertungen, auch unter der Verlinkung. Und würde mich daher freuen, wenn ich hier über diese Reichweite auch Menschen dazu motivieren könnte, vielleicht zum Ende des Jahres zu gucken, ob sie nicht 1 Euro oder 2 Euro noch übrig haben, die dort auch hin. Ja, jetzt sind wir, weiß ich nicht, ob wir mit dem fröhlichen, nein, es soll ja eigentlich ein hoffnungsvolles Thema sein, Aber ich finde, es passt enden ganz gut wollen. zu, na, es passt ganz gut zu Weihnachten, weil eigentlich geht es bei Weihnachten eher darum, Fröhlichkeit vielleicht auch mal was zu geben, statt zu nehmen. Von daher finde ich, ich nenne es jetzt mal Werbung, auch wenn es so nicht gemeint ist, aber das darauf hinweisen, dass es da so eine Stiftung, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zum Weihnachtsthema so grundsätzlich. Und die ist auch zertifiziert, also da könnt ihr davon angehen, schaut es euch an, dass das Geld auch ankommt. Es ist eine gemeinnützige Organisation, hat die entsprechenden Zertifikate, ich glaube auch von einer
Bundeseinrichtung, die das überprüft und nachschaut. Rechenschaftsberichte sind da. Also es wäre ganz schön, wenn ihr dieses wichtige Thema und vor allem Thema, ich glaube, jeder irgendwie kann in seiner Familie den einen oder anderen Fall miterleben oder zumindest darüber berichten, Scheiße, auf gut Deutsch Krebs ist. Und wenn wir da noch was Gutes tun können, Jahresende und ein bisschen Hoffnung spenden können, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr geile Aktion, wenn es auch so mit dem Fokus gibt, dass wir als diejenigen, die für Sicherheit sorgen, auch dort ein bisschen unterstützen. Ja, von mir dann an der Stelle einfach so als Abschluss dieser Folge. Ich denke, du stimmst mir zu, bleibt nichts anderes übrig, als euch hoffentlich noch eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit zu wünschen. Dann natürlich schöne Weihnachtstage mit euren Lieblingsfamilien, mit wem auch immer ihr die Feiertage verbringt. Und dann als letzter Abschluss quasi für euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Knallt nicht zu doll, die Greta findet das nicht so toll. Passt auf, dass euch nichts passiert. Ja, du kennst mich doch. Passt auf, dass euch nichts passiert und dann hören wir uns mit Sicherheit im neuen Jahr mit neuen Themen und neuen spannenden Diskussionen. Oder habe ich was vergessen? Nein, schöne Weihnachten euch. Lasst das alles mal so ein bisschen sacken, kommt mal ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe, seid mal ein bisschen weniger gestresst und genervt. Genießt so ein bisschen die Zeit und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Fröhliche Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch auch von mir. Na dann, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.